Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir dürfen jetzt in die zweite Runde gehen. Wir hatten eine spannende Diskussion zum Thema Zukunft der Mobilität. Aber natürlich wollen wir auch von den fachlichen Themen zusätzlich noch ein bisschen Input, wie es denn damals war, hören. Wir wollen von unserem Ronald Pofalla natürlich ein paar Geheimnisse hören, wie es dazu kam, vielleicht die junge Gruppe zu gründen und welche schönen Geschichten es da abseits von jeder Öffentlichkeit gibt. Die Ilse sagt schon, pst, aber er hat versprochen, er packt heute alles auf. Und wir freuen uns einfach, dass ein Vertreter auch der jungen Gruppe tatsächlich diesen Werdegang hat. Und wir jungen Abgeordneten im Geheimen denken wir natürlich daran und sagen, na Mensch, einmal Ronald heißen und dann wirklich hier im Kanzleramt die Strippen ziehen und dann die ICE dort halten lassen, wo man selbst will, ohne Probleme. Das wäre schon was sehr, sehr Geniales. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf die geheimen Einblicke der jungen Gruppe. Naja, ob die so geheim sind, weiß ich nicht. Ich will einmal einen Augenblick nur in die Zeit zurückversetzen. Es war die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl 1990. Und die Wahl war ja unter vielerlei Gesichtspunkten eine besondere. Und ich greife jetzt nur einen Aspekt raus, und damit bin ich bei der jungen Gruppe. Das Ungewöhnliche war, dass wir unter anderem auch in den neuen Bundesländern sehr viel Jüngere im JU-Alter als Kandidaten hatten. Heinz-Jürgen Kronberg ist heute auch hier. Er war einer derjenigen, auf die das zutraf. Und plötzlich waren wir im ersten deutschen, gesamtdeutschen, frei gewählten Bundestag und wir waren so um die 45 Vertreter in der Unionsfraktion. Und jetzt verzeihen mir das die Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion. Die damalige Unionsfraktion unterschied sich deutlich von den Nachfolgefraktionen, die ich ja auch alle dann über 20 oder 25 Jahre erlebt habe. Und ich will nur zwei Stichworte sagen. Es war sehr ungewöhnlich, sagen wir mal, in der Fraktion streitig zu diskutieren. Die Altersstruktur war so, wie sie war. Und die Frauenfrage war nicht sonderlich in den Mittelpunkt der politischen Überlegungen gestellt. So, das war die Ausgangslage. Jetzt kam die erste Wahl und wir hatten uns schon im Sommer vor der Wahl getroffen, weil wir uns die Wahlkreise angeguckt hatten und auch die Landeslisten, wer da vermutlich reinkommt. Und wir hatten dann im Sommer 1990 uns vorgenommen, wir wollen eine junge Gruppe bilden. Dann ist es aber nie, weil auch wir alle Wahlkampf machen mussten, zu der Möglichkeit gekommen, mit der damaligen Fraktionsführung zu reden. Und meine erste Geschichte fängt mit Alfred Dregger an, den ich wirklich sehr schätze und auch sehr guter Erinnerung habe. Aber ich weiß, dass ich dann wenige Tage nach der Bundestagswahl zu Alfred Dregger gegangen bin und ihm den Vorschlag gemacht habe, man möge doch jetzt eine junge Gruppe gründen. Und ich muss das so beschreiben, der hat, und das war keine Boshaftigkeit, der hat gar nicht verstanden, warum wir das wollten. So, der hatte so die Vorstellung, der kannte Arbeitnehmergruppe und der hatte auch irgendwie akzeptiert, dass es eine Frauengruppe gibt. Aber dass jetzt sozusagen so eine, die Jüngeren jetzt auch noch in der Fraktion eine Gruppe bilden wollten, fand der von einem anderen Stern. Und dieses Gespräch ging auch auf eigenwillige Weise zu Ende, weil ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass er mir die Zusage macht. Wir hatten dann so bestimmte Forderungen hinsichtlich der Finanzierung. Dazu bin ich gar nicht gekommen, weil schon an der ersten Frage, ob wir überhaupt eine gründen, muss ich einfach mal sagen, der hat es auch nicht abgelehnt, sondern der hat mich entlassen, quasi so mit dem Hinweis des völligen Unverständnisses. Also des absoluten Unverständnisses dafür, dass wir eine jüngere Gruppe bilden wollten. Und dann hat mich damals, der damals noch für wenige Tage, der ist ja später dann Kanzleramtsminister geworden, hat mich der Fritze Bohl zur Seite genommen und hat mich erstmal beschimpft, warum ich denn mit so einer blöden Frage zum Fraktionsvorsitzenden gehe, weil das müsste man doch mit ihm besprechen. So, und der Fritze Bohl war dann derjenige, der auch historisch gesehen am Ende die Möglichkeit zugelassen hat, dass wir in der Unionsfraktion eine junge Gruppe gründen.
Und aber mindestens mal für die ersten beiden Legislaturperioden, also von 90 bis 94 und von 94 bis 98, gab es keinerlei Unterstützung auch im finanziellen Bereich der Fraktion. Das war eine Eigenfinanzierung der Mitglieder der jungen Gruppe. In dieser Gründungsgruppe waren ja, ich nenne mal nur zwei Personen, die dann ja auch bis hin zur Gestaltung der Bundesrepublik Deutschland dieser Gruppe angehört haben, nämlich Angela Merkel ist Gründungsmitglied der jungen Gruppe. Angela Merkel war damals, als sie in den Bundestag kam, im JU-Alter und gehörte der jungen Gruppe an. Und Claudia Nolte, die dann später von, ich glaube, 94 bis 98 die Frauen- und Jugendministerin wurde, gehörte auch der Gründungsgruppe an. Ich glaube, dass dann die spätere Absicherung, die Volker hat es ja vorhin erzählt, Gerda und Volker der jungen Gruppe gegeben haben, indem das ja auch institutionell in der Fraktionsvereinbarung auch übernommen wurde, ist erst viel, viel später gekommen. Also über viele Legislaturperioden war die junge Gruppe quasi ein Gebilde sui generis, die es gab, aber die von der Geschäftsordnung der Fraktion nicht abgesichert war. Und in der ersten Legislaturperiode im Rückblick, würde ich sagen, haben wir es auch massiv übertrieben. Ich nenne ein Beispiel und räume dann mit einer Legende auf, die ich bis heute in den Zeitungen lese, die aber falsch ist. Wir haben uns damals, muss man ehrlicherweise sagen, auch überlegt, weil auch der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl uns, sagen wir mal, eher mit Zurückhaltung betrachtet hat, haben wir uns überlegt, wie wir, damals haben wir ihn ja so genannt, den Alten, wie wir den Alten etwas ärgern können. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, weil das damals außerhalb des Vorstellbaren war, ist ja jetzt 25 Jahre her. Die Grünen waren gerade so mit Ach und Krach in den Bundestag gekommen. Haben wir uns dann überlegt, dass wir ein Gesprächsforum von jungen Grünen und jungen Unionsabgeordneten wählen. Daraus ist dann in der Presse später die Pizza Connection geworden. Ehrlicherweise, da ist alles gegessen worden, nur keine Pizza, aber hat andere Gründe. Weil der Italiener, bei dem wir uns getroffen hatten, der bot die gar nicht, bis heute übrigens, ich bin vor kurzem noch mal da gewesen, gar nicht an. Und die Grundidee war eben, sich damals nicht nur so auf die FDP zu fokussieren, sondern auch in Fragen der ökologischen Erneuerung der Gesellschaft vielleicht auch neue Gesprächsformate zu bilden. Dass wir heute, jetzt kurz wenige Tage vor einer ersten grün-schwarzen Landesregierung stehen, hätte sich ja damals nie einer vorstellen können. Und auch die Diskussionen, die wir an anderer Stelle mit den Grünen ja zwischenzeitlich geführt haben, auch nicht. Und da Gerda Hasselfeld dabei war, am Beginn dieser Legislaturperiode ist alles vergessen, ist es ja so gewesen, und das sage ich auch aus Überzeugung, und ich war ja selbst bei diesen kleinsten Gesprächen damals dabei, dass es nicht zu einer schwarz-grünen Koalition in dieser Legislaturperiode gekommen ist, ist ausschließlich auf die Grünen zurückzuführen. Die Gespräche, die Sondierungsgespräche, die wir geführt haben, Ilse war auch dabei, waren so intensiv, dass auf der Unionsseite wir absolut bereit gewesen wären, am Beginn dieser Periode diese Koalition einzugehen. Aber die Grünen waren wegen ihres schlechten Wahlergebnisses und der Übergänge, die sie damals hatten, Trittin spielte noch eine wichtige Rolle, war aber vorhersehbar, dass er sie in der Periode nicht mehr spielen wird. Die neue Führung hatte sich noch nicht gefunden bei den Grünen. Ist es dann am Ende nicht zu dieser Koalition gekommen? Im Rückblick, wenn ich mir die Krisen dieser Legislaturperiode, die die Politik zu lösen hatte, ansehe, glaube ich, dass die Große Koalition, das konnte damals keiner sehen, aber ich glaube, dass die Große Koalition die einzige Koalition war, die überhaupt in der Frage der Flüchtlinge, die unser Land so beschäftigt hat, tatsächlich so durchsteuern konnte, wie sie konnte. Das konnte man aber bei den Koalitionsverhandlungen Ende 2013 nicht sehen.
So, und dann war immer ein Ärgernis, und da gucke ich den Bundesvorsitzenden der Jungen Union an, gleich von Anfang an, sozusagen diese Rivalität zwischen dem Bundesvorstand der Jungen Union auf der einen Seite und der jungen Gruppe auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, ob das heute bei euch so noch ist. Ja, da beide das Verneinen spricht vieles dafür, dass es so ist. Da gab es echte Schnittstellenproblematik, weil logischerweise die junge Gruppe den Anspruch hatte, sich umfassend zur Politik zu äußern. Was aber, weil es ja damals was Neues war, für den Bundesvorstand der Jungen Union vor 25 Jahren eine Schwierigkeit bedeutet hatte, weil plötzlich die Eigenkommunikation des Bundesvorstandes in den Medien nicht mehr so die Rolle spielte, sondern mehr aus dem Parlament heraus sich abspielte. So, und die späteren Vorsitzenden, ihr werdet nachher darauf eingehen, deshalb tue ich das hier nicht, sind ja dann jeweils auch ihren Weg gegangen. Hildegard ist heute hier, wenn ich an Hermann Gröhe denke und andere. Also aus der jungen Gruppe heraus hat es manche, wie ich finde, sehr gute personelle Entwicklung gegeben. Und inhaltlich, ich will nur zwei Themen nennen, haben wir uns in der Legislaturperiode von 90 bis 94 übrigens mit der Abschaffung der Wehrpflicht befasst. Damals unter dem Gesichtspunkt der Wehrgerechtigkeit. Dafür sind wir übel verhauen worden in der gesamten Fraktion. Und ich glaube dann, wenn ich richtig gerechnet habe, 18 Jahre später ist es dann so gekommen. Und dafür gibt es weitere Beispiele, dass viele Fragen sehr früh, vermutlich zu früh manchmal, in der jungen Gruppe diskutiert worden sind, die dann später quasi in das allgemeine Meinungsgut der Fraktion und auch der jeweiligen Parteien, also CSU und CDU, übergegangen sind. Eine wunderbare Institution. Ich finde, dass ihr sie zu Recht aufrechterhalten habt, weil die junge Generation besondere Interessen hat, nicht nur in Rentenfragen, auch in anderen Fragen, aber da bei der Rente ist es offensichtlich. Und da bedarf es der Stimme von Jüngeren, auch in den beiden Volksparteien, CDU und CSU, die deutlich macht, dass sozusagen auch eigene Interessen wahrgenommen werden müssen. Und wenn ihr beide, Sie als Bundesvorsitzender und du als Chef der jungen Gruppe hier im Bundestag, wenn ihr beiden das klug miteinander vernetzt, könnt ihr auch eine Menge erreichen. Ich wünsche euch alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum 25. Geburtstag und weiterhin eine gute Tagung. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Also wir in der CSU haben auch einen alten. Ja, das ist ganz schön. In jedem Fall freue ich mich jetzt, dass wir hier einen ganz besonderen Gast bei uns haben, nämlich die stellvertretende Ministerpräsidentin aus Bayern, unsere Wirtschaftsministerin Ilse Aigner. Ich bitte um einen herzlichen Applaus. Das Besondere an ihr ist, dass sie, glaube ich, die einzige Politikerin ist, die tatsächlich auch einen eigenen Fanclub in Oberbayern von sich hat. Und der Kollege Elsdorfer ist da auf jeden Fall der Anführer dieser Gang. Und sie ist natürlich eine Dame mit vielen Trümpfen in der Hand, und das beweist sie nicht nur beim Schafkopf. Und bei uns in der Partei ist es immer so, die besonders schweren Aufgaben, die bekommen die Frauen bei uns. Aber die machen das auch ganz hervorragend und müssen die... Ach, in der CDU auch so, das freut mich ja. Aber es ist wirklich so, dass sie die dicken, dicken Bretter bohren müssen, und mit der Energiepolitik gerade in Bayern ist das eine große Herausforderung. Aber ich freue mich gerade zu dem jetzigen Thema, du wirst es mit Sicherheit in deiner Keynote auch so ansprechen. Du bist eine besondere Unterstützerin von Start-ups und Unternehmen, von der Gründerszene. Das hat sich in ganz Bayern rumgesprochen. Dafür sind wir wirklich ganz, ganz dankbar. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Union hat nur noch drei Wirtschaftsminister im ganzen Land. Es sind 10 SPDler, 2 Grüne und ein Parteiloser. Und da sind wir einfach dankbar, dass du sozusagen als eine der wenigen wirklich auch im Bereich Erbschaftssteuer zugunsten eben unserer Mittelständler, unserer Familienunternehmen da wirklich die Fahnen hochhältst. Das wissen wir zu schätzen. Wir sind ganz, ganz froh, dass wir dich hier haben. Und wir sind auch ganz, ganz froh, dass wir dich heute hier haben. Und ich bitte dich um dein Wort. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Emmy, sehr geehrte Frau stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Landesgruppenvorsitzende, liebe Mitdiskutanten
und lieber Vorsitzender der jungen Gruppe natürlich, Herr Bilger und alle, die da sind. Lieber Ronald, du bist der Generation vor mir, das muss jetzt zu viel sein. Die Zeit muss sein, was die junge Gruppe betrifft, gleich die Freundlichkeiten zu Beginn, weil ich nämlich auch der jungen Gruppe angehören durfte, aber ab 98, ich sage jetzt nicht wie lang, sonst kann man so schön rechnen, kann man aber nachschauen. Und die Besonderheit dieser jungen Gruppe war damals, ich glaube, das ist auch ein Novum gewesen, dass das 50-50 Männlein und Weiblein war. 7-7, ich weiß nicht, ob das jemals wieder erreicht wurde, und damals auch die erste Frau als Vorsitzende der jungen Gruppe gewesen ist. Nebenbei bemerkt, wie schnell das sich alles ändert. Von den 7 ist noch genau eine zurzeit im Parlament von denen, die damals gekommen sind. So schnell geht die Zeit vorbei. Aber ich kann nur sagen, wir treffen uns zum Beispiel die Damen heute noch. Insofern sieht man, wie junge Gruppe nachwirkt, auch weit nach der Zeit, die man gemeinsam verbracht hat. Ich freue mich, dass ich heute die Keynote sprechen darf, übrigens in Vertretung von der Julia Glöckner, die ich glaube ich aber noch später kommt. Die ist sozusagen real irgendwo hängen geblieben. Bei der ganzen virtuellen Welt gibt es immer noch die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, von A nach B zu transportieren. Das funktioniert noch nicht, außer Scotty, beam me up, irgendwann mal funktioniert, aber so schnell ist es leider noch nicht. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute hier mit dabei sein darf und auch mitdiskutieren darf und dass wir uns gemeinsam Gedanken machen über die Aufstellung im Jahr 2050. Und wenn wir heute Weichenstellungen vornehmen, dann sind es viele Weichenstellungen, die lange wirken und die heute getroffen werden und die man vielleicht auch immer wieder in der Gesamtheit sehen muss. Ich könnte hier nur das Stichwort, Emmy hat es gesagt, Erbschaftssteuer könnte ein Stichwort schon sein. Ich könnte aber noch die Frage Mindestlohn bis hin zur Rente und natürlich auch den Weitblick beim ausgeglichenen Haushalt sagen. Das sind Weichenstellungen von heute, die sich 2050 auf alle Fälle aufwirken wird. Aber, und das ist eigentlich das Entscheidende, was heute im Zentrum steht, dass das Thema Digitalisierung ein ganz zentrales für die Zukunftsaufstellung sein wird, gerade im Jahr 2050. Wir haben im Moment, und das ist mir immer ganz besonders wichtig, die dritte Welle eigentlich der Digitalisierung, die man in seiner Dimension vielleicht auch heute noch immer etwas unterschätzt. Die erste Welle der Digitalisierung war letztendlich die sehr eindirektionale, die Informationsbeschaffung übers Internet, so weit, dass die heutige junge Generation sich das überhaupt nicht mehr vorstellen kann, wie es einmal anders gewesen ist. Ich erzähle mir gerne die Geschichte von dem kleinen Jungen, der mir gesagt hat, wie seid ihr eigentlich früher ins Internet gekommen ohne Computer? Ich finde, die Frage ist berechtigt, weil man sich das heute gar nicht mehr vorstellen kann, was die Informationsbeschaffung letztendlich betrifft, dass es noch Bibliotheken gab oder sonstiges. Das ist heute nicht mehr vorstellbar. Und das Zweite ist eben, dass die ganze Kommunikation komplett auf den Kopf gestellt worden ist mit Social Media und allem, was dazugehört, dass es eben nicht nur die Medien sind, die einseitig senden an Informationen, sondern der Austausch, der soziale Austausch über die Netzwerke und damit die Menschen weltweit vernetzt hat in einem Ausmaß, wie man sich es eigentlich vielleicht am Anfang gar nicht vorstellen konnte. Nicht zuletzt mit Hilfe dieses Dings, das sage und schreibe erst 8 Jahre alt ist, das erste Smartphone vor 8 Jahren auf der Welt gekommen. Auch da mal die Dimension der Geschwindigkeit, die hier letztendlich dahinter steckt. Und die dritte Welle, bei der sind wir jetzt eben, ist die Welle, nicht nur die Menschen miteinander zu vernetzen, sondern die Dinge miteinander zu vernetzen in einem unglaublichen Ausmaß. SAP geht davon aus, dass im Jahr 2020 jede Person auf der Welt ungefähr 10 Dinge miteinander vernetzt oder andersrum gesagt 75 Milliarden Gerätschaften, die in irgendeiner Weise miteinander kommunizieren und vernetzt sind. Und die Bandbreite ist hier eine unglaublich große. Sie beginnt im täglichen Alltag, hätte ich jetzt fast gesagt, von zu Hause, wenn letztendlich der Kühlschrank automatisch bestellt oder wenn die Heizung sozusagen automatisch ferngesteuert über Smartphones und andere Anwendungen auch vorgenommen wird, bis hin zum Fitnessabend und vieles mehr. Man könnte auch überlegen, wie schaut das Einkaufen im Jahr 2050 an? Von der Erkennung des Autokennzeichens und damit automatische Parkplatzfreigabe für Stammkunden bis hin zur Information, dass zu der Hose oder zu dem Kleid, das ich beim letzten Mal gekauft habe, schon das Passende beiseite liegt und man sich da sozusagen einstellt und die Menüempfehlung zu dem, was man beim letzten Mal im Restaurant als erstes bewertet hat und viele andere Dinge bereit auch bis hin zur Einspielung, wie letztendlich die Produkte erzeugt worden sind über eine, ja, sozusagen Applikation auf dem
Spiegel, wo man die Klamotten dann dementsprechend anziehen kann. Das ist nur eine Idee von vielen, wie es im privaten Bereich ausschauen kann. Aber mindestens genauso dramatisch wird die Entwicklung im Bereich der Wirtschaft der Zukunft sein. Auch hier ist letztendlich das, was wir jetzt erleben, in dem Fall die vierte Stufe, deshalb auch Industrie 4.0 der Industrie. Es begann mit der Elektrifizierung, der zweite Schritt war letztendlich die Mechanisierung, dann kam die Automatisierung und jetzt eben die Digitalisierung im Bereich der industriellen Produktion. Und das umfasst eben im Gegensatz zu früher nicht nur einzelne Schritte, sondern die komplette Kette der Industrie. Vom Design über die Montage respektive Fertigung bis hin zur Vermarktung, aber auch die Reparatur und am Schluss sogar noch die Entsorgung. Alles in einer Kette ist letztendlich das, was Industrie 4.0 in der Zukunft umfassen wird. Und das ist eigentlich das, was wir letztendlich als unsere Kernkompetenz bezeichnen können bei der Industrie in der kompletten Breite. Die eingebetteten Systeme, die Maschinen, die Antriebe, die Sensoren, die Steuerungen, alles haben wir sozusagen in den geschlossenen Wertschöpfungsketten wie fast kein Land auf der Welt und auch in Europa. Bei einer Industriedichte von 27% kann man hier sehen, dass wir nach wie vor hier die Lokomotive in diesem Bereich sind. Und an der Spitze dieser industriellen Basis steht aber bei uns auch ganz klar der Mittelstand mit seiner Kernkompetenz. So stark der Mittelstand, dass eben das Wort des German Mittelstand hoch angerechnet ist, auch weit über unsere Grenzen hinaus. Und deshalb ist es jetzt in der entscheidenden Frage, dass wir mit den Apples, den Amazons und den Googles dieser Welt letztendlich nicht uns in die Kernbereiche mit denen wetteifern, sondern unsere Kernkompetenzen in den Vordergrund rücken und dieses verbinden mit der neuen Welt und deshalb uns entwickeln zu einem Leitanbieter und Anwender der Industrie 4.0. Das muss in unsere DNA letztendlich übergehen, weil das unsere Kernkompetenzen im Wesentlichen eben abdeckt. Dazu gehört natürlich, das muss ich immer wieder sagen, dass wir auch das deshalb einen Vorteil haben können, weil wir das auch mit der Sicherheit der Daten kombinieren. Und da meine ich jetzt nicht meine Vergangenheit, die vielleicht der eine oder andere kennt, mit Datenschutz, weil wir hier nachweislich eine höhere und andere Sensibilität haben auf der anderen Welt, sondern es geht auch um die Sicherheit der Daten über Cloud Computing, Big Data, den sicheren Zugriff, aber auch in jedem Sinn auch den sicheren Zugriff in diesen ganzen Bereichen wird eine wesentliche Herausforderung sein, die wir aber auch gemeinsam eben stemmen können. Und dazu will ich immer wieder sagen, braucht es auch Mut und Zuversicht im positiven Sinne, nicht nur die negativen oder die Ängste sozusagen in den Vordergrund zu stellen, sondern genau die Chancen, die wir in diesem Bereich auch voranbringen können und dass wir hier die richtigen Schwerpunkte setzen. Ich habe herausgehoben, dass wir hier den starken Mittelstand haben, natürlich auch die starke Industrie in diesem Bereich. Aber was wir auf alle Fälle dazu eben brauchen, und Emmy hat es angesprochen, ist es die Gründerszene. Ich würde es immer so sagen, dass zu unseren dicken Tankern, die wir haben, die vielleicht manchmal schon ein bisschen schwieriger in der Manövrierung sind, auch in der ganzen Struktur, die Schnellboote dazu brauchen, nämlich die Gründer in der gesamten Kette und gerade auch bei der Technologie eine Führerschaft eben voranbringen können. Ich glaube, dass das das wesentliche Punkt ist. Wir werden da bestimmt auch bei der Podiumsdiskussion nochmal drüber diskutieren. Und deshalb wäre es für mich gerade wichtig, in diesem Bereich bei der Finanzierung auch nochmal das einzufordern, was wir letztendlich im Koalitionsvertrag schon haben. Liebe Gerda, will ich ausdrücklich nochmal sagen, die Wachstumsfinanzierung, die ein wesentlicher Standortnachteil ist gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. In diesem Bereich haben wir einen Nachteil. Die schlauen Köpfe haben wir, aber hier haben wir ein Defizit, das wir meines Erachtens noch beheben sollten in diesem Sinn. Das Zweite ist natürlich die Infrastruktur und deshalb ist es gut, dass Alexander Dobrindt, dass sich die Bundesregierung hier aufmacht, dass wir eben die Infrastruktur der Zukunft auch haben, also die Autobahnen des 21. Jahrhunderts dementsprechend ausbauen. Aber auch dazu passt vielleicht heute zu der Diskussion, die heute früh stattgefunden hat. Die Autobahnen sind das eine. Mir ist natürlich schon auch wichtig, dass darauf auch möglichst deutsche Autos fahren oder im übertragenen Sinne, dass unsere Firmen sich dann eben auch auf diesen Autobahnen des 21. Jahrhunderts, die deutschen Firmen, auch bewegen können und hier ihre Entfaltungsmöglichkeiten auch ausspielen können. Deshalb brauchen wir hier eine Zukunftsausstellung, übrigens gerne auch gemeinsam in Kooperation ausdrücklich mit den Vereinigten Staaten von Amerika in dem Sinn, in der Kooperation.
Ich habe es als ein sehr gutes Zeichen gefunden, dass unsere Bundeskanzlerin mit dem Präsidenten Obama bei der Hannover Messe hier auch einen Schwerpunkt gesetzt hat, auch klar zum Ausdruck gebracht hat, dass die TTIP-Verhandlungen hier bei der Standardsetzung eine ganz wesentliche Rolle spielen wird und dass wir hier auch Geschwindigkeit aufnehmen sollten, weil es unser gemeinsames Interesse sein müsste, dass eben die Handelsströme der Zukunft, die Normensetzung der Zukunft nicht an Europa vorbeiläuft, sondern mit uns gemeinsam gestaltet wird. Und deshalb ist es ein zentrales Thema in diesem Bereich. Der nächste Punkt, Technologie verändert sich, die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt, aber mindestens genauso. Und deshalb ist das Thema Arbeitswelt 4.0 die zweite Seite ein und derselben Medaille, die wir hier betrachten müssen. Und sie wird ja in der Tat in alle Branchen Einzug finden. Und am optischsten, am offensichtlichsten wird es sein, dass die Verbindung oder das Nebeneinander zwischen Mensch und Maschine in der Zukunft ein ganz anderes haben wird. Rein optisch sind heute die Roboter noch hinter Gittern in den Fabrikhallen. Das wird in der Zukunft nicht mehr so sein, sondern es wird ein Nebeneinander, ein Miteinander, muss man eigentlich sagen, in der Zukunft von Mensch und Maschine geben. Man könnte es vielleicht auch andersrum sagen, in der Zukunft zugespitzt gesagt, wird es zwei Typen von Mitarbeitern geben. Diejenigen, die den Computern, den Robotern sagen, was sie zu tun haben, und oft auch die Mitarbeiter, denen von den Robotern gesagt wird, Assistenz unterstützt, was sie zu tun haben. Sehr zugespitzt gesagt, aber das ist letztendlich auch die Zukunft von Arbeit 4.0. Und diese Trennung von der Produktion oder in der Produktion wird uns noch ganz gewaltig herausfordern. Was aber sicher ist, dass wir nach wie vor die Menschen, da bin ich mir ganz sicher, als Dirigenten dieser Produktion haben werden müssen und brauchen ganz dringend und deshalb auch schlaue Menschen, die das in der Zukunft weiter voranbringen können. Deshalb ist ein zentraler Punkt natürlich immer die Bildung in den Schulen. Da haben wir, glaube ich, auch noch Luft nach oben, was die digitale Bildung betrifft, sage ich auch durchaus selbstkritisch, aber auch eben das Thema lebenslanges Lernen, das uns begleiten wird. Auch hier an einem ganz praktischen Beispiel bei mir, ich habe vor 35 Jahren das Lernen angefangen, den Beruf gibt es gar nicht mehr. Radio- und Fernsehtechniker gibt es deshalb schon nicht mehr, weil es keine Radio mehr zu reparieren gibt. Die werden weggeschmissen. Und einen Flachbildschirm, glaube ich, kann man auch nicht mehr so wirklich reparieren. Antennen bauen kann man auch nicht mehr. Nur an dem Beispiel, an ganz persönlichen Beispiel, ich könnte Ihnen das beim Mechatroniker erklären, beim Kfz-Mechaniker und was es alles gibt. Und man hat heute noch gar keine Vorstellung, was die Berufe sozusagen im Jahr 2050, mit welchen Herausforderungen die auch versehen sind. Deswegen wird das einer der Schlüsselpunkte sein, die Ausbildung, aber auch das lebenslange Lernen in der Geschwindigkeit, in der wir uns bewegen. Und nicht zuletzt das Thema Flexibilisierung. Und wie wird sich die Arbeitswelt 4.0 auch in der Hinsicht verändern? Der klassische Job 9 to 5, wie es so schön heißt, könnte sich deutlich verändern. Er hat sich übrigens heute schon verändert. Und wenn ich jetzt mal wieder auf die Gründer gehe, mit 9 to 5 können die ehrlich gesagt nicht sonderlich viel anfangen. Und deshalb wird es ein ganz zentraler Punkt sein für die Sozialpartner, sich über die Flexibilisierung in einem vernünftigen Maße auch auseinanderzusetzen, sonst werden wir auch einen Wettbewerbsnachteil haben, letztendlich im Bereich der Vereinigten Staaten von Amerika. Deshalb wird Arbeitswelt 4.0 nicht heißen können, wenn ich so salopp sage, wie es Frau Nahles vielleicht manchmal definiert, mit viermal mehr Bürokratie und weniger Flexibilität, das ist nicht unsere Vorstellung, die wir hier haben, sondern mehr Flexibilität bei einem klaren Ordnungsrahmen nach wie vor, um auch dieses Entwicklungspotenzial der Digitalisierung auch auf der Arbeitsebene überhaupt entfalten zu können. Das waren nur ein paar Streiflichter sozusagen, die man nur anfangen kann, was die Herausforderung der Arbeitswelt und der Wirtschaftswelt im Jahr 2050 auf uns zukommt, was jetzt schon absehbar ist. Ich würde aber in der Überschrift immer grundsätzlich sagen, dass für uns als Union, als CDU, CSU, als junge Gruppe ein zentrales ist, dass wir immer als Alleinstellungsmerkmal haben, dass wir Bevormundung nicht wollen, aber dafür mehr Zutrauen, kein Misstrauen, sondern Zutrauen gegenüber den Menschen, dass wir grundsätzlich immer diejenigen sind, die ganz groß Wert darauf legen, nicht auf eine Verteilungsgerechtigkeit, sondern auf eine Chancengerechtigkeit. Und die ist gerade bei der Digitalisierung ganz vorne zu sehen und letztendlich immer als Oberbegriff haben, wie können wir die Menschen und die Arbeitswelt in die Lage versetzen,
eigenverantwortlich die Zukunftsherausforderungen auch des Jahres 2050 zu stemmen. Und dazu brauchen wir einen Schub bei der Digitalisierung. Herzlichen Dank. Ja, liebe Ilse, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Freunde, ich grüße euch auch alle ganz herzlich und freue mich, heute bei diesem Geburtstagsfest da zu sein. Das ist für die Junge Union natürlich auch ein Grund zur Freude. Wir haben eine gute und enge Zusammenarbeit und ich muss das bestätigen, dass es gut funktioniert, denn Sie müssen wissen, wir haben das uns eigentlich analog aufgeteilt, wie das ist bei CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Emmy ist quasi CSU-Landesgruppenchefin bei der jungen Gruppe, Steffen Bilger ist Fraktionsvorsitzender und dann musste ich die Rolle des Parteivorsitzenden analog zur CDU übernehmen und damit kann ich gut leben für die Junge Union. So, und jetzt wollen wir in die Diskussion einsteigen. Wir haben ja gerade schon einen Einstieg gehört, wie Deutschland 2050 sein wird, wie er sich verändern kann, welche Herausforderungen vor uns liegen. Und ich freue mich, dass neben der stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin wir noch weitere tolle Gäste für dieses Panel hier gewinnen konnten. Und ich begrüße ganz herzlich die bisherige Vorsitzende des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft und jetzt zukünftig in neuer Funktion bei einem sehr großen Energiekonzern, bei RWE, tätig, aber vor allem als ehemalige Bundesvorsitzende der Jungen Union Deutschlands. Herzlich willkommen, Hildegard Müller. So. Jens Spahn ist gleich unser Gast, er lässt sich aber... Ist schon da. So, ich begrüße den parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, Mitglied des Präsidiums der CDU Deutschlands, unseren Freund Jens Spahn. So, und wir brauchen natürlich auch einen Blick von außen, einen akademischen Überbau zu unserer Diskussion, einen kritischen Blick. Und ich begrüße ganz herzlich den Präsidenten der Hochschule für Philosophie in München. Herzlich willkommen, Professor Wallacher. Wir haben gerade über Startups schon einiges gehört, dass wir diese Schnellboote brauchen, nicht nur die großen Schiffe, die Schnellboote, die kleinen, die uns eine neue Perspektive geben. Und deswegen freue ich mich, dass Florian Nöll als Vorsitzender des Bundesverbandes deutscher Startups hier ist. Herzlich willkommen hier auf diesem Panel. So, wir haben schon... Die Welt verändert sich, wie wir alle wissen, in Zeiten von Digitalisierung, der Veränderung von Arbeitsbedingungen und in einer globalen Welt fragt man sich ja, wir haben heute eine schwarze Null im Haushalt, wir haben einen Wohlstand, den es so, glaube ich, in keiner Gesellschaft vor uns in Deutschland gab. Wie können wir das erhalten? Wie wirkt Globalisierung eigentlich auf unsere Wirtschaft? Und ein Thema, was wir immer wieder erleben, ist die Energiepolitik. Das wird ja zu einem Schlüsselthema im Bereich der bezahlbaren Arbeit beim Industriestandort Deutschlands. Donald Tusk hat eine europäische Energieunion gefordert, damit wir auf einem globalen Markt bestehen können. Wie wichtig ist das für uns? Erst einmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich da sein kann. Ich hatte in der jungen Gruppe den minimalst möglichen Aufenthalt, nämlich die konstituierende Sitzung 2002. Ich war damals noch JU-Bundesvorsitzende, bin dann aber ausgeschieden aus Altersgründen, wie das dann auch so ist, hatte aber schon 20 Jahre JU auf dem Buckel. Insofern freue ich mich, dass ich auch heute hier sein darf und ich finde, dass das wirklich aller Ehren wert ist und richtig, das auch zu feiern und auch mutig weiter voranzuthemen, wenn ich nämlich auf so Themen so schaue, die momentan sind da viele Themen wieder auf der Agenda, von denen ich eigentlich gehofft habe, dass wir sie nicht mehr diskutieren müssen. Und da komme ich auch schon zum Thema, keine Sorge, ich schweife nicht ab. Ich bin ein glühender Anhänger von mehr Europa. Und das sage ich in einem Moment, in dem ich glaube, dass Europa in einer ganz kritischen Phase ist und leider trotz aller Reformen, Lissabon-Verträgen, der Europäische Rat nicht die Führung wahrnimmt, die sie wahrnehmen könnten und sollten, die Staats- und Regierungschefs, die eigentlich, glaube ich, viel mehr tun sollten, um Europa voranzubringen. Wenn ich nämlich uns in der digitalen Welt so sehe, wenn ich auch die Wirtschaftszentren so sehe, dann ist ein Land mit sich alleine, sage ich mal, immer und seinen Hausaufgaben alleine und muss dort innovativ sein, wie wir das bei der Energiewende zum Beispiel tun. Wir gehen mutig voran.
Aber es ist natürlich auch wichtig, insbesondere seine nächsten Partner mitzunehmen bei diesen Themen. Da haben wir noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Und das macht dann auch die Modelle, die wir hier haben, manchmal etwas schwierig umzusetzen. Also ein klarer Appell für Donald Tusk, mehr Europa. Leider kommt zurzeit auch aus der Europäischen Union wieder nicht ausreichend an Impulsen, muss man dann auch wieder sagen. Die wesentlichen Fragen, die doch jetzt auch anstehen, die, auch wenn nicht viele Länder all unsere energiepolitischen Ziele teilen, kommen trotzdem überall ähnliche Fragen auf die Agenda, nämlich durch die Digitalisierung, wie verändert sich die Energiewirtschaft, aber auch solche Fragen wie Versorgungssicherheit, wie bringen wir Erneuerbare in die Systeme rein, wie reduzieren wir CO2. Auch dort ist man in Brüssel leider manchmal einen Schritt hinterher und könnte und vergibt damit Chancen zur Gestaltung. Wir sollten uns damit aber nicht zufrieden geben, sage ich mal, den Zustand zu beklagen. Deutschland steht hier vor einem fundamentalen Umbruch und insofern glaube ich schon, dass die Energiewirtschaft vielleicht auch eine der Schaltzentralen in der Tat für die Digitalisierung ist. Und ich habe das auch in mancher Plattform der Bundesregierung erlebt, zum Beispiel in der Plattform Industrie 4.0, die sich um Digitalisierung ja auch kümmern soll. Da habe ich auch den Eindruck, dass noch nicht in jedem industriellen Zweig in Deutschland schon so angekommen ist, dass das bisherige System, ich habe ein Produkt, die Politik macht eine Norm und dann kann ich das Produkt verkaufen, so der richtige Weg ist, sondern in Zukunft werden wir radikal mit unseren Angeboten vom Kunden ausdenken müssen. Egal übrigens, ob groß oder klein. Ich bin der festen Auffassung, dass wir große und kleine auch in Zukunft brauchen werden, aber dieses Wissen vom Kunden aus, nutzenorientiert oder lifestyle-orientiert, das wird ein ganz wesentlicher Veränderungstreiber sein, auch für solche Fragen wie Energiepolitik. Jetzt hast du es gerade beschrieben, wir müssen uns wandeln, damit wir auch mithalten können, so habe ich es verstanden, auf einem internationalen Markt im Zuge der Globalisierung, auch mit großen Unternehmen. Ich will zum Direktor der Hochschule München kommen. Alles nur positiv? Gibt es nur eine Richtung, in die wir jetzt gehen müssen und dann ist alles gut? Oder gibt es auch Probleme, bleiben Leute auf der Strecke? Wir haben natürlich immense Probleme. Ich denke, dass die Probleme der globalisierten Welt wahrscheinlich nie so offen auf dem Tisch lagen, wie sie momentan auf dem Tisch liegen. Deswegen müssen wir bei allen Chancen eben, sage ich mal, auch die großen ethischen Herausforderungen, die damit verknüpft sind. Ich will nur mal ein paar nennen. Frage Energie, Zukunftssicherung ist natürlich die Frage der Dekarbonisierung ganz wichtig. Wir brauchen einen klaren Ordnungsrahmen, um den Paris-Vertrag umsetzen zu können, damit wir 2050, sage ich mal, auch unter ökologisch erträglichen Bedingungen, wir in Europa sind auch da, werden in einer sehr privilegierten Position sein. Die Natur meint es besonders gut mit uns, glaube ich, auch unter den Perspektiven veränderter Klimabedingungen. Andere Regionen werden sehr viel mehr leiden müssen. Trotzdem würde ich sagen, gibt es eine große Verantwortung, diese Fragen zusammendenken. Die Frage von Ungleichheit wird eine große Rolle spielen, weil Frau Aigner hat es vorhin zu Recht angesagt, eine der Digitalisierungsherausforderungen ist, dass wir uns nicht die Hände in den Schoß legen können, sondern wir brauchen eigentlich viel besser qualifizierte Menschen. Und ich würde sagen, das zentrale ethische Leitprinzip für die nächsten Jahrzehnte ist das der Befähigung. Das heißt, wir müssen Menschen befähigen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Dazu gehört Bildung, aber dazu gehört eben nicht nur die Skills oder die Fachkenntnisse, sondern da gehört meiner Meinung nach ganz eindeutig auch die Wertebildung, die Frage von Verantwortungsübernahme. Also wie sind wir ganz entscheidend auch in der Lage, Verantwortung zu übernehmen? Und ich glaube, auf diesem Feld der Verantwortungsbildung haben wir große Defizite. Das sage ich jetzt vielleicht einmal ein Stück Eigenwerbung auch als einer Hochschule für Philosophie. Ich glaube, das wird eine der zentralen Zukunftsfragen sein. Und wir müssen natürlich, würde ich vielleicht im Anschluss an das Panel vorhin noch einmal sagen, den Ordnungsgedanken wieder stärken. Also wenn vorhin die Frage etwas negativ betrachtet wurde, dass Regulierung gleich etwas Negatives ist, dann würde ich auf die alte ethische Unterscheidung treffen. Wir brauchen Regulierung für einen Ordnungsrahmen, wir brauchen keine Reglementierung, aber wir brauchen Regulierung, um, ich sage jetzt mal, den alten Ordo-Gedanke der Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft wieder umsetzen zu können, eine Ordnung, die dem Menschen gemäß ist. Und das gilt für die ökologischen Fragen, das gilt aber auch für die anderen Fragen. Und meine Grundthese ist, die Ökonomie des 21. Jahrhunderts ist vor allen Dingen eine Ökonomie der Gemeingüter, weil das die großen Herausforderungen sind, ökologisch. Aber auch die Frage zum Beispiel, wie wir Mobilitätssysteme als, ich sage jetzt mal, Symbiose von individuell und öffentlichen Gütern gemeinsam denken können. Da brauchen wir einen klaren Ordnungsrahmen, da muss die Politik
sage jetzt mal, dafür auch die richtigen Rahmenbedingungen geben. Und diese Rahmenbedingungen müssen sehr langfristig und für die Unternehmen auch planungssicher gemacht werden. Das sind die großen Herausforderungen, vor denen wir, glaube ich, stehen. Ich will weitergehen zu Florian Nöll. Wir haben es gehört, ich will es mal ein bisschen zuspitzen. Wir brauchen etwas mehr Regulierung, um ein Wertefundament auch erhalten zu können. Wenn ich deine Aussagen lese in der Zeitung, dann forderst du eigentlich in der Regel das Gegenteil, um Innovation zu ermöglichen in Deutschland. Wie siehst du es? Genau, wir neigen aus meiner Sicht zu stark zu einer vorauseilenden Gehorsam bei der Regulierung. Ja, unsere amerikanischen Freunde, die unsere stärksten Wettbewerber sind, sagen, alles, was erstmal nicht verboten ist, ist erlaubt. Und wir gucken uns an, was die Unternehmen mehr und die Unternehmen dann machen mit neuen Technologien, neuen Möglichkeiten. Wir erkennen diese Technologien oft etwas später als die Kollegen in den USA und in Asien und überlegen uns dann, wie wir direkt in die Regulierung einsteigen können und zwängen unseren Unternehmern, unseren Gründern vor allen Dingen, da oft ein Korsett auf, mit dem sie sich nicht mehr frei bewegen können, mit dem sie nicht mehr in den Wettbewerb so einsteigen können, so wie wir das gerne sehen würden. Und die Konsequenz ist ja dann, dass wir eben nicht mehr in der Lage sind, unsere eigenen Werte anzuwenden auf diese Geschäftsmodelle, weil die Geschäftsmodelle gar nicht mehr stattfinden. Es gibt datenbasierte Geschäftsmodelle, die werden in Deutschland nicht mehr gegründet, sondern werden direkt im Ausland gegründet. Es gibt einen Regulierungstourismus bei der Finanzmarktregulierung, dass man direkt nach London oder Dublin geht als Startup-Unternehmer, weil man sich denkt, in Deutschland bekomme ich das eh nicht hin. Und das kann nicht unser Ziel sein, unser Wunsch sein, weil die Konsequenz ist dann, dass bleiben wir bei den Daten, die weiterhin auch in den USA oder in Asien gespeichert werden und damit außerhalb unseres Wertesystems, unseres Zugriffs. Auch wenn wir das mit der Datenschutzgrundverordnung anders vorhaben, bleibt da doch ein großer Zweifel, ob uns das gelingt, das auch durchzusetzen. Und bis wir das durchsetzen, da sind eben wieder Weltmarktführer in der digitalen Wirtschaft anderswo entstanden, aber nicht bei uns. Herr Professor Wallacher, Sie stimmen dem jetzt nicht zu 100% zu, habe ich den Gesten entnommen. Ich würde nochmal diese wichtige begriffliche Unterscheidung, und das ist kein akademischer Schauplatz, sondern das, was Sie bestimmen, da würde ich übereinstimmen, das ist Reglementierung. Das heißt, die Reglementierung, da würde ich auch sagen, zurückfahren. Aber wir brauchen einen klaren Ordnungsrahmen, unter dem wir die Zielperspektive beschreiben. Zum Beispiel zu sagen, wie kommen wir bis 2050 zu einer dekarbonisierten Wirtschaft? Und dazu würden wir irgendwie eine kreative Überlegung brauchen, wie wir zum Beispiel zu einer Bepreisung von CO2-Emissionen kommen müssen, als klaren Ordnungsrahmen, innerhalb dessen wir uns bewegen müssen. Das Gleiche gilt für Transparenzstandards in bestimmten Kontexten. Diese Unterscheidung würde ich sehr deutlich machen, weil sonst werden wir die Frage, um es nochmal an dem Beispiel des vorigen Panels zu fragen, ob wir in der Stadt oder am Land die autonomen Fahrsysteme haben, das ist eine Gerechtigkeitsfrage, weil der Markt allein wird das nicht regeln, das in der Stadt zu bekommen, weil dort gibt es Gewinninteressen in der breiten Fläche des Landes, diese Befähigung zu erreichen. Dort brauchen wir eine Form von gemeingut unterstützter Form, die das eben auf den Blick mitnimmt. Ich will auch noch mal ein bisschen in die Richtung gehen. Ich glaube, wir haben uns manchmal in der Instrumentendebatte zu sehr verzettelt. Also ich bin ein klarer Anhänger der sozialen Marktwirtschaft. Und das war immer das Setzen von Rahmenbedingungen und dann der Wettbewerb der Systeme, der Ideen und der Instrumente. Und heute habe ich weiter das Gefühl, jetzt diskutieren wir als nächstes das Zuckerverbot und dann tun wir uns da aus, aber wir beschränken uns nicht mehr auf das Setzen von Kernrahmenbedingungen, sondern wir versuchen viel zu viel direkt mitzuregeln und damit wird das, was Sie so richtig sagen, dieser Erfinder- und Unternehmergeist, glaube ich, manchmal einfach schwierig, indem am besten schon alle Instrumente wettbewerblich auch nicht immer ganz fair dann auch so vorgegeben werden. Die aktuelle Debatte über die Elektromobilität ist nur eines von vielen Beispielen. In der Energiewirtschaft könnte ich da einen Kanon setzen. Ich glaube, wir wären längst weiter mit der Dekarbonisierung, wenn wir mehr den Wettbewerb der klugen Ideen dort leisten würden. Und wenn sich die Energiewende blockiert sich ja mit ihren vielen Zielen an vielen Punkten zum Beispiel leider selber. Aber ich will uns auch raten, den Blick zum Beispiel da nicht nur nach Amerika zu richten. Ich bin Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Wirtschaftsvereinigung und ich finde, wir können auch von Israel sehr viel lernen. Allein erstmal mal diesen Hunger auch nach Veränderung und nach Kreativität, den Sie auch beschrieben haben. Ich stimme Ihnen zu, das Ganze funktioniert nur und das hat unser System stark gemacht mit einer klaren Wertedebatte auch. Aber die Wertedebatte darf nicht so ausufern, wie gesagt, dass man von A bis Z alles durchorganisiert und dass dann am Ende nur noch ein Wunschinstrument rauskommt. So habe ich Sie aber auch nicht verstanden. Jetzt haben wir eine Wirtschaftsministerin und einen Staatssekretär bei uns. Ich will diesen Ball jetzt einfach weitergeben an
Ilse und Jens. Wir haben es gerade gehört, wir brauchen Leitplanken, um das Wesentliche zu regulieren, damit wir soziale Marktwirtschaft durchsetzen können, aber kein Zuckerwerbeverbot und andere Verbote, die jetzt kommen, alles bis ins Kleinste zu regulieren. Aber das ist doch jetzt nicht das erste Mal, dass man sowas hört. Hat Politik etwas nicht erkannt? Also ich glaube, dass wir generell dazu neigen, wie gesagt, sage ich immer an die eigene Adresse, dass unsere Erfolgsbilanz darin besteht, dass wir möglichst viel regeln. Also zumindest, wenn wir was tun, dann haben wir das gute Gefühl, wir haben etwas geregelt und das ist der Nachweis von Politik. Das ist eigentlich nicht so und ich glaube, da muss man sich einfach ein Stück zurücknehmen. Ich würde es aber vielleicht einfach mal ganz gerne, jetzt weniger bei CO2, da könnte man viel dazu sagen, aber ich würde jetzt mal auf den Arbeitsmarkt trotzdem nochmal, weil ich das vorher so angesprochen gesagt habe. Also ich bin ein großer Befürworter und Anhänger, dass man eine wöchentliche Arbeitszeit festlegt. Aber ich glaube, es ist nicht zwingend erforderlich, dass ich jetzt genau festlege, wie viele Stunden, wann welche Pausen sind und was weiß ich was. Ich sage es jetzt in aller Klarheit. Ich war diese Woche mal mit Vertretern der Lehrer zusammen und irgendwie ist mir dann selbst aufgefallen, dass was die machen, eigentlich seit Jahrzehnten gegen jedes Arbeitszeitgesetz verstößt. Weil nämlich meistens die Frauen gerade im Grundschulbereich sind, die nämlich vormittags in der Schule gehen, Nachmittag oft die Vereinbarung von Beruf und Familie verbinden und abends dann wieder sich sozusagen der Korrektur von was weiß ich was oder Vorbereitung widmen. Das geht nach Arbeitszeitgesetz eigentlich gar nicht, weil sie keine 11 Stunden Pause zwischendrin haben. Nur mal an einem Beispiel und ich stelle mir das jetzt nur im übertragenen Sinne vor, wenn ich dann einem jungen Gründer, der sich vielleicht dazu aufmacht und sagt, ich stelle jetzt einmal tatsächlich 1, 2, 3 Leute ein, wie der mit diesen Mechanismen umgehen soll, die wir an einer vollkommen überregulierten. Nochmal, mir geht es da auch nicht um die Frage, vollkommen alles aufzumachen, sondern es geht um den Rahmen zu sagen, es gibt eine Höchstarbeitszeit in der Woche und es muss auch Auszeiten geben, die man definieren kann durchaus, weil sonst hängt man nur noch wahrscheinlich an der Kommunikationsmittel, da finde ich dafür, aber nicht in jedes kleinste Detail, das meine ich auch ein bisschen mit Deregulierung. Jens. Ja, auch vielen Dank für die Einladung. Wenn die Hildegard die kürzeste Zeit in der jungen Gruppe hatte, hatte ich, glaube ich, bis jetzt die längste Zeit. Die läuft ab nächstes Jahr, aber dann wären es immerhin 15 Jahre gewesen sein. Fast länger, als ich bei meinen Eltern war, bin ich dann in der jungen Gruppe. Aber unabhängig davon, vielleicht grundsätzlich einfach vorneweg zu all den Fragen. Ich finde, wir sind ganz schnell, das ist auch ganz normal, wieder in all den kleinen Dingen. Wenn man einfach schaut, weil wir bis 2050 schauen wollen, Deutschland im April 2016, ich habe echt den Eindruck, wir nehmen überhaupt gar nicht wahr, wie wahnsinnig gut es uns eigentlich geht. Ich meine, man fliegt für 300 Euro nach New York, meine Oma ist in ihrem ganzen Leben nicht einmal bis nach Berlin gekommen. Das war für sie schon eine Weltreise, überhaupt der Gedanke daran. Wir sind weltweit unterwegs, junge Menschen studieren irgendwo quer durch Europa, weltweit mittlerweile. Glas war mal irgendwie vor ein paar hundert Jahren ein Luxusgut, heute ist es überall da. Energie. Wenn man mal ein bisschen reist, merkt man, dass es nicht selbstverständlich ist, dass immer, wenn man einen Stecker irgendwo reinsteckt, automatisch Strom da ist. In den meisten Ländern der Welt ist das eher schwierig mit der kontinuierlichen Energieversorgung. Das ist Kommunikation rund um die Uhr, Medizin, gerade ein neues Medikament gegen Hepatitis C zum ersten Mal, bald wahrscheinlich möglicherweise HIV. Wir werden Organe drucken. Also aus eigenen Zellen wird man möglicherweise eine Leber oder ein Herz sozusagen künstlich herstellen, dass da nicht mehr abgestoßen wird. Die Lebenserwartung steigt jeden Tag um knappe 4, 5 Stunden, da sind die Statistiken unterschiedlich. Jeden Tag, wenn man abends ins Bett geht, hinten ans Leben ein paar Stunden dranhängen. Also ich will nur mal sagen, eigentlich läuft es doch gerade ziemlich gut. Und was mich manchmal so ärgert, ist, dass wir irgendwie vor lauter Probleme wälzen, so ein bisschen die Zukunftsoptimismus verlieren in der Frage, was wir noch so alles angehen können und was wir noch so alles regeln wollen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir uns das ein bisschen mehr erhalten, Zukunftsoptimismus und die Bereitschaft. Reform heißt ja nicht, wir haben seit so ein paar Jahren immer in Deutschland den Eindruck, wenn man über Reformen oder Veränderungen redet, dann heißt das Einschnitt. Weil man damit immer so Sozialkürzungen zum Beispiel verbindet. Aber dass aber Reformen, Veränderung, zum Beispiel Veränderung in der Einstellung bedeutet, Datenschutzrechte sind angesprochen worden. Wir müssen heute mit Datenschutz anders umgehen als vor 10 oder 15 Jahren, wenn wir irgendwie Erfolg haben wollen weltweit. Und wir gehen ja jeden Tag anders mit da um. Jeder weiß, dass da Facebook nicht kostenlos ist, sondern mit Daten bezahlt wird und trotzdem nutzen wir es ja am Ende. Also zu sagen, Veränderung, Reform, Leute, ist nicht immer was, wo man Einschnitte macht oder wo was schlimm ist, sondern wo wir im Bereich Energie, wo wir im Bereich Kommunikation vielleicht auch einfach Einstellungen verändern müssen,
Verhaltensweisen, Rahmensetzungen verändern müssen, um da so ein bisschen positiveren Grundton insgesamt in die Debatten wieder reinzukriegen, weil ich so die letzten Wochen in vielen Veranstaltungen, wo man so durchs Land reist, irgendwie den Eindruck habe, obwohl es diesem Land so gut geht wie noch nie und obwohl die junge Generation wahrscheinlich eine Perspektive hat, wie doch keine vor ihr, ist überall so ein bisschen kollektiver Depression ausgebrochen und da gibt es eigentlich wenig Grund für. Das war ein ermutigender Appell in die Zukunft, aber ich will trotzdem nochmal Hildegard Müller fragen. Wir haben ja diesen Wohlstand, den Jens Spahn gerade beschrieben hat, aber haben wir eigentlich Grund und Sorgen zu machen zu der Wettbewerbsfähigkeit, wenn wir uns vergleichen mit anderen, auch viel jüngeren Ländern? Wenn ich jetzt an die Diskussion Rente mit 63 und viele andere Formen, Jens hat es gesagt, diese Angst zum Teil etwas zu verändern, nach dem Motto, das was wir haben, werden wir auf Dauer erhalten. Man schaut nach Indien, wie viele Millionen, 100 Millionen junger Menschen dort sind. Was kommt auf uns zu? Also Jens hat natürlich völlig recht mit den Ausgangspunkten. Wir sind in einer sicherlich gesegneten Zeit, wenn man alle Generationen vor uns sieht. Aber es heißt trotzdem, dass wir uns wieder anstrengen müssen, dass wir uns wieder auf das eine oder andere besinnen müssen, auf die Kreativitäten zum Beispiel oder darauf auch wirklich Politik dann für Zukunft zu gestalten. Und das ist in der Tat ein Stück einer Sorge, die man momentan, glaube ich, haben kann. Und die aktuelle Rentendebatte, Jens, du und auch die junge Gruppe, ihr fechtet sie ja tapfer. Ich habe übrigens schon 1997 mit dem Norbert Blüm in einer Rentenkommission um die gleichen Fragen gestritten. Die Fakten, die Sachverhalte waren damals ja alle schon bekannt. Wir sind 20 Jahre weiter. Wir haben ein paar Schritte in die richtige Richtung gemacht zwischendurch. Ich will jetzt bekennen, dass ich die Schritte dieser Legislaturperiode explizit nicht dazu zählen möchte, als Schritte in die richtige Richtung. Und ich glaube, es geht jetzt natürlich ein Phänomen sehr ernst zu nehmen. Wir werden, wenn wir nicht unser Rentensystem erweitern, und hier ist es wieder das Ziel zu schützen, Altersarmut zu verhindern, aber bitte nicht das Instrument, die bisherige gesetzliche Rentenversicherung als Nonplusultra zu erklären. Damit werden wir nämlich dann scheitern, um dieses Ziel zu erreichen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass mit den Reformen wir machen, nicht wieder die falsche Generation gesegnet wird. Ich gönne jedem alles, aber wer sich Gedanken machen muss um die Rente in Zukunft, das sind die, ich sag mal, unter 50-Jährigen, die nicht mehr dieses Drei-Säulen-System hatten, wie wir es in Zukunft hatten, und ich bin auch da nach wie vor ein radikaler Verfechter. Also wir werden uns anstrengen müssen. Wir müssen uns auch deshalb anstrengen, weil mit einer Gesellschaft, der es so gut geht, auch eine gewisse Sattheit einhergeht. Und da ist natürlich, ich bin ja auch viel unterwegs, dieser Hunger nach Veränderung, der andere Regionen so antreibt. Bei uns ist es ja manchmal so, wir agieren manchmal so, wenn unsere Vorfahren so agiert hätten, würden wir noch in Höhlen leben, hätten wir das Rad nicht erfunden, weil das schon als zu kompliziert gegolten hätte. Andere Länder, die höheren Anpassungsdruck haben, weil sie nicht den Wohlstand haben. Übrigens auch, wenn man auch sich die aktuellen Migrationsbewegungen auf der Welt ansieht. 60 Millionen Menschen sind zurzeit in Bewegung, auf der Flucht, aus verschiedenen Gründen heraus. Das hat mit Anpassungsdruck, mit Hunger zu tun, und da werden wir als Europa nicht einfach nur ein Weiter-so, ein Verteilen im Ist und ein Greifen zu bisherigen Instrumenten so weitermachen können, sondern wir werden uns radikal ändern müssen. Vielen Dank für dieses Statement. Ich schaue jetzt einmal rüber zu Christian, der beobachtet, was im Internet, bei Facebook, bei Twitter los ist. Was wird diskutiert, Christian, und welche Fragen gibt es vielleicht schon? Sie können sich erinnern, zu unserem ersten Panel hatten wir unsere User gefragt, wie sieht Mobilität im Jahr 2050 aus? Sie haben jetzt die Frage etwas umformuliert und gefragt, wie werden wir 2050 arbeiten, beziehungsweise wie verdienen wir Geld oder wie wird sich die Wirtschaft aufstellen? Und da haben wir ebenso wie vorhin im ersten Panel einen bunten Strauß an Fragen und Anregungen bekommen. Ich möchte zunächst mal eine Einschätzung für einen Twitter-User Mechtech rausgreifen, der ist so ein bisschen skeptisch und sagt, ich befürchte, da wird sich nicht viel verändert haben, außer bei den Jobs, die uns verloren gehen. Stichwort E-Autos. Ähnlich in das gleiche Horn bläst Matthias Krandisch. Der schreibt, wegen Industrie 4.0 fallen einfache Tätigkeiten weg. Selbstfahrende LKWs, Taxis, Hartz IV und Altersarmut wird boomen. Ebenso Herr Zielinski, die Automatisierung des Verkehrs wird Arbeitsplätze abbauen. Was passiert mit Lokführern, Bus- und Taxifahrern? Also hier die Frage an das Podium, ist das so? Werden Jobs in großem Stil wegfallen? Und wenn ja, in welchen Branchen? Und die logische Frage, die sich daran anschließt,
ist die Frage danach, was soll ich als junger Mensch überhaupt dann jetzt noch lernen, damit ich 2050 entspannt ins Arbeitsleben starten kann. Sehr spannend fand ich Marie, die uns auf Facebook eine etwas längeres Posting geschrieben hat. Und die hat sich ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie die Arbeitswelt in einigen Jahren aussehen könnte. Und sie sagt, ich frage mich, ob wir im Jahr 2050 überhaupt noch Vollzeit arbeiten werden. Mir scheint das zum einen unrealistisch, zum anderen vielleicht sogar nicht wünschenswert. Ich würde sagen, ein Drittel der Zeit Erwerbsarbeit, ein Drittel Zeit für Selbstversorgung, ein Drittel Zeit für freiwillige Arbeit, die mir Spaß macht, könnte ein Modell unter vielen sein. Wir müssen auf jeden Fall weg von der Fokussierung auf eine Vollzeiterwerbsarbeit. Also hier vielleicht eine Frage an den Experten. Interessante Frage, gerade wenn man im Bundestag arbeitet, fand ich, wie steht es eigentlich um das papierlose Büro? Da möchte nämlich ein User wissen, tippe zu 99%. Wird es immer noch im Jahr 2050 Aktenschränke für Papier bei uns geben? Also die Frage, auch hier können wir Büroarbeit künftig digitalisieren. Vielleicht Herr Spahn, eine Einschätzung, kommen wir bald ganz ohne Papier aus. Dann möchte User Ecom wissen, ändert denn die digitale Zukunft auch die Führungskultur? Vielleicht eine gute Frage für Herrn Nöll. Als Vertreter von Startups, quasi den Schnellbooten der Digitalisierung. Wie sieht da Führung eigentlich jetzt aus und wie wird sie sich ändern? Und noch zum Abschluss eine schöne Frage an Herrn Wallacher. Da schreibt jemand, Fleiß, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, brauchen wir die sogenannten deutschen Tugenden in Zukunft überhaupt noch? Ein Laptop und ein Internetcafé reichen doch, wozu noch verschlafen ins Büro stampfen? Also so viel erstmal von mir. Sehr gute Fragen. Ich würde sagen, Jens Spahn fängt an. Naja, also ich glaube schon, dass wir gerade was, wenn ich mal mit dem digitalisierten Büro starte, was gerade Verwaltung angeht, Bundesverwaltung und darüber hinaus, wir noch viel tun können, E-Government sowieso, was das Digitalisieren angeht. Obwohl ich habe manchmal so Eindruck, ich bin so ein Zwischenstadium, weil ich immer noch Zeitungen am liebsten tatsächlich in der Hand halte und wenn ich was Längeres geschickt kriege, ich mein Büro immer noch sage, bitte ausdrucken. Ich weiß auch nicht, bin ich vielleicht doch noch die zu ältere Generation für all das. Aber die Prozesse, ich meine, das haben wir jetzt bei der Flüchtlingsfrage ja gesehen, wo man sich gar nicht vorstellen kann, wie wenig vernetzt Behörden in Deutschland sind in der Frage, wer hat eigentlich eine Information, zum Beispiel wer wo ist, wie wenig vernetzt wir sind im Gesundheitswesen, in anderen Bereichen. Ich glaube schon, dass da in den nächsten Jahren noch viel passiert wird, Steuerverwaltung in anderen Bereichen mehr. Und das bringt uns jetzt zu der Frage, was verändert das in Berufsbildern? Das ist genau die gleiche Debatte, wenn man da schaut, die gab es bei den Weber-Aufständen, als die ersten Maschinen kamen, die kamen, als die Autos kamen, war immer die Sorge, da gehen Jobs verloren und anschließend ist die Arbeitslosigkeit höher als vorher und es war in aller Regel andersrum. Niemand kann uns versprechen, dass es jetzt wieder so ist und natürlich werden es andere Jobs sein als die wegfallen, etwa bei Taxifahrern oder möglicherweise übrigens auch bei Ärzten oder Anwälten, wenn auf einmal Algorithmen auch in der Lage sind, entsprechende Unterstützung zu geben. Aber bis jetzt ist die Erfahrung, dass eher mehr neue Jobs entstehen, als alte wegfallen. Das sagte, glaube ich, du hast das in deiner Rede gesagt und durch die Assistenz, die auch möglich ist mittlerweile, manchmal auch Menschen mit einer geringeren Qualifikation die Chance haben, ganz andere Jobs zu machen, als sie vorher eine Chance hatten, wie heute auch eine Schreibkraft im Büro eigentlich viel anspruchsvollere Arbeiten machen kann durch Unterstützung in der Technik, als das vielleicht vor 30 oder 40 Jahren der Fall gewesen ist. Insofern bin ich da gar nicht so grundpessimistisch. Wenn man fragt, was man dafür braucht, ist am Ende, man muss lernen. Also irgendwie ständig dabei zu bleiben, ständig sich up-to-date zu halten, das ist eigentlich die Kernkompetenz, um die es viel mehr gehen müsste, als jetzt um die Frage, einzelne inhaltliche Faktoren abzufragen. Ich will abschließend nur mal sagen, erinnert mich die Debatte immer, ich habe der Hildegard das gerade schon so zugeflüstert, ich komme ja so aus der katholischen Jugendverbandsarbeit. Ich kann mich nur erinnern, die Debatten, die wir da hatten, wenn die Produktivität entsprechend stark steigt, müssen wir wirklich alle, ist Arbeiten wirklich das Einzige, was Sinn bringt im Leben, war da die große Debatte. Und wenn es tatsächlich gelingt, durch Digitalisierung und durch dadurch erfolgte Produktivitätssteigerung dazu kommen, dass wir mit viel weniger Arbeit mindestens genauso schönes Leben haben können wie heute, wären wir überhaupt in der Lage, die dann gewonnene freie Zeit mit Sinn zu füllen.
Und was ist das für ein anderes Gesellschaftsmodell, das dahinter steckt? Also ich fände zumindest ab und zu ist mal ganz spannend, wenn wir jenseits der Alltagsprobleme, die wir lösen, ab und zu auch noch mal wieder uns in so ein paar Utopien hineintrauen von einer sich verändernden Gesellschaft, die sich eben nicht nur über Arbeiten und Arbeitswelt definiert. Die Chance jedenfalls, dass da so ein paar Dinge davon wahr werden, die ist größer denn je. Weil wer sich überlegt, wie das Leben vor 10 Jahren war, was man heute wie selbstverständlich damit macht, der hat einen Hauch von einer Idee, wie anders das Leben in 10 Jahren sein wird und in 20 Jahren und wie Dinge, die uns heute noch schwerfallen, unendlich viel leichter sind. Und wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben für Dinge, die nicht mit Arbeiten zu tun haben, ist ja vielleicht auch mal ganz schön. Über den letzten Satz denke ich noch, um mehr Zeit zu haben, was anderes zu tun als zu arbeiten, aber egal. Ich wollte eigentlich an dem anknüpfen, was vor 10 Jahren war, was heute war. Und deshalb würde ich dieselbe Frage ein bisschen weiterentwickeln. Zu glauben, dass sich diese Änderung nicht vollziehen wird, egal ob wir mit dabei sind oder nicht, halte ich für etwas utopisch. Und deshalb würde ich das einfach gerne nochmal mit der Welle aufnehmen. Also ich bin sehr dafür, wenn eine Welle auf uns zukommt, die kommt so sicher wie das Amen in der Kirche, würde ich sagen. Dann ist mir immer lieber, unsere Leute surfen auf dieser Welle oben drüben, möglichst gekonnt und ich befähige sie dazu. Das ist für mich eigentlich letztendlich die entscheidende Frage. Das könnte man jetzt bei vielen Sachen sagen, es ist gekommen. Bei den Webern hast du die Diskussion angesprochen. Man könnte auch sagen, die Sekretärin, die gesagt hat, ich stelle mir nie einen Computer rein, weil das meinen Arbeitsplatz wegrationalisiert. Und so gibt es viele Beispiele. Und es sind immer wieder neue Tätigkeiten daraus entstanden. Aus der ganzen Geschichte mit Weber ist zum Beispiel der Maschinenbau unter anderem rausgekommen und viele andere Bereiche auch. Und deswegen glaube ich, dass wir da nochmal auf meinen Eingangsstatement zurückzukommen, unsere Kernkompetenzen bei der industriellen Fähigkeit auch wieder ausrollen müssen, weil es wird immer noch irgendwo Produkte geben, die gefertigt werden müssen. Und da liegt das Know-how drin. Nur Daten auszutauschen ist auch gut, aber es wird auf Dauer nicht reichen. Irgendwas Physisches werden wir auch noch immer produzieren. Und das zu verbinden, halte ich eigentlich für das Beste. Und da haben wir unsere Stärken in der Produktion, in der Industrie, in der Energie und wo auch immer. Also ob alle Arbeitsplätze der Vergangenheit immer so anstrebenswert gewesen sind, also ich warne auch da immer vor Nostalgie und ich will absolut recht geben, wenn wir uns nicht radikal ändern, dann werden wir einfach mit bestimmten Branchen oder Kernkompetenzen, die wir in Deutschland haben, von der Bildfläche verschwinden. Auch Parteiprogramme, die ja gerade suggerieren, man könnte in die 80er Jahre zurückgehen und alles wäre irgendwie gut, das wird nicht passieren, die Welt um uns bleibt nicht stehen. Lass es uns mutig angehen und kreativ gestalten und dafür, da gehört Führungsfragen genauso dazu, wie die Fragen, dass wir natürlich veränderte Arbeitszeitgesetze brauchen. Also das ist völlig richtig gesagt. Wir brauchen keine Diskussion, ob in Deutschland die Teeküchen Fenster haben müssen. Ich habe selten eine Diskussion empfunden, die so an den Notwendigkeiten moderner Arbeit vorbeiging wie diese. Und die Kernfrage nämlich, wie schütze ich einerseits vor Überforderung, aber gebe trotzdem die nötige Flexibilisierung und damit auch Freiheitsgrade. Und dass da Bildung und Qualifikation das Wichtigste ist, ist, glaube ich, mit das Entscheidende. Ich habe eben geraunt, ich habe mittlerweile den 4. Beruf. Also ich weiß noch, welchen Kopf ich mir gemacht habe bei meiner ersten Berufswahl. Du hast es ja auch gesagt. Die Chance auch zu sehen, seine Grenze immer weiter stecken zu können und etwas anderes machen zu können. Natürlich müssen wir auf Menschen aufpassen, dass wir da alle mitnehmen. Aber trotzdem, die Veränderung wird kommen. Und für meine Branche, die ich vertrete, für uns wird es existenziell sein, auch für das Unternehmen, das ich in Zukunft mitvertreten darf, dass wir diese Veränderung gestalten. Ansonsten gehören wir zu denen, die zwar Ideen haben, sie aber nicht weiter verfolgt haben. Wenn man mal so sieht, welche Produkte zum Beispiel von Unternehmen erzeugt worden sind. Gottfried Daimler hat mal gesagt, ich habe das eben gesagt, es wird nicht mehr als 100.000 Autos geben und der Grund dafür war, es gibt nicht genügend Fahrer. Also wenn wir uns als Unternehmen zum Beispiel limitieren in der Kreativität, weil wir solche Ausgangsprämissen haben, würden wir etwas falsch machen. Es geht nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe, vom Kunden ausdenken, Nutzen ausdenken. Es muss auch ein Geschäftsmodell sein, ich muss natürlich einen Euro damit verdienen können, aber nicht mehr dieses, ich habe ein Produkt und jetzt musst du Kunde doch bitte begeistert sein. Das ist zum Beispiel für unsere Branche ein ganz wichtiges Thema, wie wir uns da werden verändern müssen. Ja, ich glaube, wir müssen radikal, sagen wir mal, flexibler werden, die Eigenverantwortung stärken. Ich glaube, wir müssen auch von der Vorstellung wegkommen, dass es eine, sage ich mal, klassische Erwerbsbiografie, die es jetzt schon nicht mehr gibt und auch in Zukunft geben wird. Wahrscheinlich werden wir uns auch bei der Gestaltung der Rente davon verabschieden müssen, dass wir irgendwann von 100 auf 0 abbrechen, sondern wir diese Flexibilisierung brauchen.
das ist, glaube ich, auch gut so, weil das die Eigenverantwortung stärkt. Und glaube ich, auch für den meisten Menschen, wenn es klare Erwartungshaltungen gibt, nicht nur zumutbar ist, sondern glaube ich auch gut vermittelbar ist. Zu dieser Frage der Führungskultur will ich was sagen. Wir haben bei uns, und das finde ich einen ganz interessanten Schwerpunkt in den letzten Jahren, angefangen, Fragen von Motivation und Philosophie zusammenzubringen. Unter der Frage, was treibt eigentlich Menschen an im beruflichen Kontext, im Anschluss an die berühmten Boni-Debatten. Und wir sind eigentlich im Grunde zu diesem Schluss gekommen, und die empirischen Studien zeigen, dass das eigentlich sogar kulturübergreifende Gültigkeit hat, dass es drei Faktoren sind, die Menschen zu etwas antreiben, motivieren. Es sind nicht die, sagen wir mal, monetären Belohnungen und Anreizsysteme, sondern es sind tiefergehende drei große Faktoren. Das eine ist die Frage der Kompetenz, also die Erfahrung, etwas zu können, etwas gut zu können. Das zweite ist das Engagement, die Erfahrung, das, was man kann, auch umsetzen zu können. Da geht es um Fragen von Partizipation, Beteiligung, Mitverantwortung. Und der interessanteste dritte Aspekt, der empirisch wahrscheinlich am wichtigsten ist, ist der Relatedness oder Embeddedness. Also die Frage, dass man das, was man dass man tut, als sinnvoll erkennt, in einen größeren Sinnzusammenhang einordnet. Und ich glaube, wir müssen uns hier verabschieden von dieser, sage ich jetzt mal, auch in einem falsch verstandenen liberalen Verständnis, dass die Lebenswirklichkeit gespalten ist in uns zwischen dem Privatmenschen und dem Berufsmenschen, sondern Menschen, die einen Großteil auch in Zukunft, da gehe ich davon aus, in ihrem Erwerbsleben vollbringen sollen, haben das Bedürfnis und das legitime Bedürfnis, das, was sie beruflich tun, als etwas Sinnvolles zu tun. Und wenn wir diese Freiräume erkennen, das ist, glaube ich, auch moderne Führungskultur, um die Menschen auch mitzunehmen, zuversichtlich zu machen und damit sie sich auf die Veränderungen einstellen können. Vielleicht kurz auf diese Wertefrage, die alten deutschen Tugenden. Wertefragen sind nie statisch. Wer bei Wertefragen immer von festgeschriebenen Werten spricht, ist, glaube ich, auch auf der falschen Seite. Werte verändern sich. Ich würde sagen, auch in Zukunft wird der Wert der Zuverlässigkeit eine große Rolle spielen. Ob der sich in der Pünktlichkeit allein niederschlägt, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, Werte verändern sich, und Werte sind auch im Grunde das, was, sage jetzt mal, geronnene, sage jetzt mal, gemeinsame Erfahrungen sind, immer in den Kontext einzuordnen. Und auch die müssen wir natürlich anfordern. Und ich glaube, da würde ich recht geben, wir müssen einen ganz großen Mentalitätswertewandel angehen. Jeder individuell, aber auch in der Politik, weg von der Status-Quo-Orientierung hin zu der Zukunftsfähigkeit. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also am Ende dieser Runde noch etwas zu sagen, was noch nicht gesagt wurde. Das artet ja fast in Arbeit aus. Ich mache es mal als Berufsoptimist und Vertreter von ein paar tausend Berufsoptimisten in Deutschland, unseren Gründerinnen und Gründern, die ungesund viel arbeiten dafür, dass am Ende des Tages im Großen und Ganzen wir alle weniger arbeiten werden. Ich glaube, das ist die Entwicklung, die gerade schon skizziert wurde, die uns die letzten 200 Jahre begleitet, dass Technologien dazu führen, dass wir weniger arbeiten und mehr Zeit für andere Dinge haben. Und manche von uns wissen, die dann auch wieder in Arbeit zu investieren, diese andere Zeit. Aber nichtsdestotrotz ist die entscheidende Frage, und dann kommt jetzt doch der Mahner natürlich, dass wir die Technologieführer sind, weil wenn wir nur diese, ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber diese verlängerte Werkbank sind, dann werden wir plötzlich mehr arbeiten dafür, dass andere Freizeit haben. Das wollen wir nicht, und deswegen gilt es, unsere Wirtschaft zu stärken. Das ist unser deutscher Mittelstand, der oft angesprochen wurde, absoluter Innovationstreiber, der allerdings auch Gefahr läuft, dass ihm so ein bisschen die Füße einschlafen. Der durchschnittliche mittelständische Unternehmer ist 50, vor 10 Jahren war er noch 40, und man hat den Eindruck, manch einer denkt schon eher an den Golfplatz als an die Investitionen der eigenen Firmen. Das ist nicht nur ein Eindruck, das zeichnet sich auch, spiegelt sich wieder in Studien, beispielsweise der KfW zur Investitionsfreudigkeit dieser Unternehmen. Und da würde man meinen, dieses Alter ist jetzt diese Überalterung das eigentliche Problem. Nein, das eigentliche Problem ist, dass gerade jetzt mutig investiert werden müsste. Aber das betrifft dann nicht nur diese Unternehmen, das betrifft dann auch beispielsweise wieder die Politik, wenn wir an die Startups denken. Gerade jetzt geht es darum, mitzuspielen international, aus einer sehr guten Ausgangslage mit Berlin als so einer Startup-Hauptstadt in Europa, nicht weiter den Anschluss zu verlieren zu anderen Standorten, sondern anzuschließen, mitzumachen, mitzugehen. Und gerade in der Symbiose mit dem etablierten Unternehmen in Deutschland haben wir eigentlich eine große Chance, etwas Neues zu schaffen. Das haben auch andere schon gemerkt. Plötzlich interessieren sich beispielsweise amerikanische Venture-Capital-Gesellschaften gerade für unsere Familienunternehmen, für unseren Mittelstand, weil die etwas haben, was sie bislang nicht gemacht haben. Die haben Hightech, die haben
anspruchsvolle Produkte. Und jetzt sind sie auf die Idee gekommen, wir sehen das mit Tesla, wir sehen das mit Batteriespeichern, mit ganz vielen Dingen, mit Raketen, die auf schwimmenden Plattformen landen, dass man sich jetzt auch anderswo mehr zutraut und damit in die Bereiche vordringt, die uns auch so stark machen. Deswegen gilt es jetzt, mutig zu sein, zum Beispiel, indem wir mehr Kapital mobilisieren, das nicht in irgendwelchen Lebensversicherungen und Pensionskassen mit Negativzinsen liegen zu lassen, sondern jetzt zu investieren und das gemeinsam zu machen mit denen, die schon da sind in der deutschen Wirtschaft. Die haben nämlich Erfahrungen, die haben Kundenkontakte, sind international aufgestellt und auch die haben ein bisschen Geld und brauchen aber einen digitalen Tritt in den allerwertesten möglicherweise, den wir auch beisteuern können als junge Unternehmer. Ja, vielen Dank, Florian. Du hast das Stichwort Innovation und Investition in Innovation angesprochen. In diesen Tagen, ich will jetzt nicht sprechen von mehr Kapital auf dem Markt für Startups. Das, ich glaube, alle kennen diese Diskussion. Aber wenn wir über das Jahr 2050 sprechen, Sigmar Gabriel hat gesagt, dass unser Land zu versorgen mit Breitbandversorgung, das ist so wie einen Menschen auf den Mond zu schießen. Also scheint kein Berufsoptimist zu sein. Wie sieht Ilse Deutschland und wie sieht Bayern 2050 bei der digitalen Infrastruktur aus? Denn, wenn ich Florian ja auch richtig verstanden habe, das ist ja auch die Grundvoraussetzung, damit wir überhaupt im Bereich der Startups und anderer innovativer auch Unternehmen mithalten können, international. Ilse, 2050. Jens ist dann nicht mehr in der jungen Gruppe. Ne? So. Nein, er hat eine despektierliche Frage gestellt, ob Bayern noch in Deutschland ist. Ja. definitiv. Auf alle Fälle, ja, also ich gehe davon aus, wir müssen das. Also ich würde es gar nicht in Frage stellen, sondern wir müssen die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts darstellen. Und es wird über Glasfaser gehen. Wir brauchen uns auf Dauer mit Sicherheit nicht mit 30 Megabit rumschlagen. Das wird nicht ausreichen, weil das für die Anwendungen, für die Datenvolumina hinten und vorne nicht reichen wird. Und deswegen müssen wir einfach, genauso wie wir die Autobahnnetze, genauso wie wir die Schienennetze ausgebaut haben, müssen, brauchen wir natürlich dieses und nebenbei bemerkt auch Mobile. Weil das eine ist das Lokale, aber ich gebe zu, wenn man manchmal übers Land fährt, dann ist die Herausforderung, sich mit mobilen Daten zu versorgen, durchaus auch eine beachtliche. Jens, beim Ausbau dieser Infrastruktur, wie viel Zeit und vor allem wie viel Geld brauchen wir dafür? Was ist deine Perspektive jetzt, aber auch langfristig bis zu diesem Jahr? Also wenn eben einmal zur Breitbandinfrastruktur. Es gibt mittlerweile Modelle, die gar nicht starten. Also bei mir daheim im Münsterland ist es mittlerweile so, dass die kleinen 3.000 und 5.000 Einwohnerdörfer alle Glasfaser bis in jeden Haushalt haben, ohne Subvention, während die 20.000 Einwohnerstädte das nicht haben. Meine Eltern haben in meinem Heimatdorf 3.700 Einwohner, Glasfaser und ich in Berlin-Mitte nicht. Warum? Weil die haben den größten Leidensdruck. Dann ist ein Unternehmen gekommen, hat gesagt, wenn von diesem Dorf 40% unterschreiben, dann legen wir die Leitungen. Dann geht der Heimatverein, macht den Betrieb und geht von Haustür zu Haustür und hat dafür gesorgt, dass die alle unterschreiben. Mittlerweile haben wir im Münsterland 50, 60, 80 Dörfer dieser Größenordnung Glasfaser in jedem Haushalt. In 20.000 Einwohnerstädten funktioniert das übrigens nicht. Kein Leidensdruck, weil die haben irgendwie 30, 50 Megabyte, ist ganz okay. Es geht auch kein Heimatverein von Haustür zu Haustür, weil dafür ist es dann nicht mehr klein genug. Und da kriegen die 40% immer nicht zusammen. Also es gibt auch da innovative Modelle, wo man nicht immer gleich zuerst staatliche Förderung braucht, aber die geben wir ja auch noch dazu, sondern wo da auch schon viel gelingen kann, wenn man eben die richtige Struktur oder die Struktur die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln. Ich will nur was zu der Reise mit dem Mond sagen. Ich würde das ja eher so verstehen, was wir ein bisschen wieder stärken, oder wir Deutschen waren eigentlich nie so richtig gut drin, oh, stimmt auch nicht, aber müssen wir mal Geschichten erzählen. Geschichten, das war doch das mit dem Mond war mal das Wettrennen, Sowjetunion, USA, wer ist zuerst da und jetzt packen wir alles da rein, um da hinzukommen. Wir haben den Forschungsetat irgendwie um 60-80% erhöht in den letzten 10 Jahren. Eine Geschichte gehört doch noch dazu. Wir wollen Krebs besiegen in 10 Jahren. Bums, da haben wir ein Ziel vor Augen, wo die Leute wissen, da kämpfen wir für, da investieren wir rein, da machen wir was. Wir wollen Breitband in die, klar, also ich finde, wir müssen so 2, 3 Projekte, automatisiertes Fahren meinetwegen auch.
eine Million Elektroautos arbeiten wir gerade an. Das war mal so eine Geschichte. Aber wir brauchen so zwei, drei, vier Geschichten einfach, die wir für uns mal definieren, die so ein Ziel, so ein Narrativ, wie das so schön dann heißt, was haben, hinter dem auch die Leute was merken, was wir damit meinen. Wenn wir sagen, wir wollen in Forschung rein, wir wollen stärker in Infrastruktur rein, damit sie wissen, wo ist mein Mehrwert. Wenn die da auf einmal anfangen, so viele Milliarden mehr auszugeben und dieses Geschichten erzählen, das können im Zweifel tatsächlich die Amerikaner bis jetzt besser. Und da müssen wir ab und zu, glaube ich, auch noch ein bisschen was dazulernen. Bravo. Jetzt von den großen Geschichten zu aktuellen Studien. Herr Professor, aktuelle Studien zeigen, dass deutsche Schüler zum Teil letzte Plätze belegen bei der Fähigkeit, mit Informationen umzugehen im Bereich der Digitalisierung. Was machen wir falsch? Achten wir zu sehr darauf, zu versuchen, alle mitzunehmen? Brauchen wir mehr Eliten in diesem Bereich, um auch ganz nach oben zu kommen in die Weltspitze? Wie sehen Sie es? Das hängt sehr mit der Infrastruktur zusammen, die wir den Schülern zur Verfügung stellen, bei dem Punkt öffentliche Investitionen. Und das will ich vielleicht verknüpfen mit dieser Sache, weil es ein wunderbares Beispiel ist, dieses kooperative Modell in kleinen Gemeinschaften. Das ist das, was die große Politikwissenschaftlerin, die erste und bisher einzige Frau, die den Ökonomie-Nobelpreis bekommen hat, Elina Ostrom, untersucht hat. Wie schaffen es Kooperative in einem Modell von Kooperativen, aber auch mit klar funktionierenden Sanktionsmechanismen, Gemeinschaftsgüter anzureizen. Und ich glaube, da lohnt sich sehr, ich glaube, ein Teil dieser Erfolgsstory oder Geschichte in diesem Kontext hängt damit zusammen, dass die Leute beteiligt sind, in einem sinnvollen, eigenverantwortlichen Kontext. Und ich glaube, das ist etwas, was wir weiter treiben müssen und ich glaube, dass das dann auch für die Infrastrukturen in den Bildungseinrichtungen dazugehört. Also ich glaube, wir brauchen, sage jetzt mal, vor allen Dingen die Investitionen in diesem Bereich. Ich fände es zum Beispiel mal ganz spannend, ich weiß nicht, ob das, sagen wir mal, politisch irgendwie sinnvoll ist, aber ich habe ja gehört, dass die Schuldenbremse aus diesem Kreis her sehr stark initiiert wird. Vielleicht könnte man so etwas wie eine Zukunftsinvestitionsquote in Infrastruktur auch noch mal in den Punkt bringen, wo es darum geht, wirklich öffentliche Infrastrukturen so zu machen, dass sie nicht im Grunde für Großprojekte, sondern wirklich angelegt sind, dass es mit einem partizipativen Zusammensein auch der lokalen Bevölkerung zusammen sein kann, um diese Kooperationsmechanismen wirklich auch auszuprobieren. Und ich glaube dann, wenn die Infrastruktur da ist, kommen wir da einen sehr deutlichen Schritt voran. Und dann müssen wir die Leute auch dazu befähigen, nicht nur mit diesen Techniken umzugehen, sondern auch entsprechend auch Verantwortung in diesen Formen auch zu zeigen. Ich will dieses Bild mal weitergeben an Hildegard Müller, die ohnehin etwas ergänzen möchte, aber ich will es nochmal weiternehmen, dieses Bild von dieser Ortschaft, wo Jens Spahn herkommt, kooperative Modelle, wo die Menschen selbst auch vieles organisieren, beteiligt werden. Dann stelle ich mir natürlich die Frage, sieht die Zukunft so aus, dass wir das alles auch sehr kleinteilig organisieren können, weil wir die Möglichkeit, ich habe Ihnen das nicht unterstellt, aber die Frage ist, welche Rolle spielen eigentlich im internationalen Wettbewerb so große Konzerne wie RWE und andere? Oder können wir das jetzt alles eigentlich vor Ort viel besser organisieren? Natürlich weiter eine entscheidende, vor allem ab dem 2. Mai, das ist ja ganz klar, aber ich würde auch raten, wirklich zu unterscheiden zwischen Partizipation und Dezentralität. Das ist auch etwas, was in der Energiewende zum Beispiel sehr oft durcheinander geht. Gerade solche Modelle brauchen auch wiederum Vernetzung mit größeren Einheiten, brauchen auch dann die Garantie zum Beispiel von Versorgungssicherheiten auch Strukturen. Und Partizipation darf natürlich nicht zu Eigennutzmodellen ausschließend werden. Auch da wieder, mich beschleicht schon mit Sorge die Gründung von Bürgerinitiativen gegen alles, was wir in der Energiewende machen. Nicht nur gegen Kernkraftwerk und Kohle, sondern auch gegen Wind, gegen Leitungen, gegen was auch immer. Und das sind Eigennutzmodelle, die nichts mehr mit partizipativen Modellen zu tun haben. Wir müssen uns auch sehr, müssen auch sehr aufpassen, dass da politisch nicht falsch gefördert wird. Dezentralität wird sicherlich einhergehen damit auch. Aber nochmal, ich glaube, es ist kein Widerspruch und ich will diesen Bildungsaspekt nochmal vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, auch wirklich betonen. Ich glaube, dass die deutsche Gesellschaft als ich in der Schule war, sozial durchlässiger war, als sie es heute ist. Und finde das eigentlich eine richtige Katastrophe, weil wir weder was für die Elitenförderung ausreichend tun,
noch ist es heute, sage ich mal, wie ich, Gepflicht faul, gepflichtes Mittelmaß, in, irgendwie dann aber doch irgendwie durch die Schule kommen und irgendwie scheinbar auch noch eine Karriere machen können. Also was ich damit sagen will, heute entscheidet oftmals mehr Herkunft, sozialer Standard, Regionalität, wo wohne ich in Berlin, wo wohne ich, in welchem Stadtteil etc. über Bildungschancen. Und das, finde ich, lässt sich nicht vereinbaren mit dem, was wir fordern, wo wir sagen, Eigenverantwortung wieder stärker übernehmen und vieles andere mehr. Also eine fundamentale Debatte über das, was wollen wir mit dem Bildungssystem und nicht über die Frage, nur welche Schulform, sondern was will ich eigentlich mit dem Bildungssystem erreichen? Wie will ich die jungen Menschen fit machen für dieses lebensbegleitende Lernen, für diesen Hunger nach Veränderung? Das ist etwas, was uns ganz wichtig, glaube ich, ansteht. Dann die Frage daraus, bitte, an Ilse Aigner. Wir postulieren etwas, sagen Digitalisierung, wir sagen, Energie muss bezahlbar sein, Energie muss sicher sein. Und auf der anderen Seite gibt es Initiativen, wenn es um Innovation geht, um neue Technologien. Jetzt stelle man sich vor, es gäbe ein Bundesland, wo man zum Beispiel keine Stromstraßen bauen wollte. Wie schwierig ist es, diesen Spagat zu schaffen? Ich meine, du erlebst es in Bayern, wenn die Landräte kommen, die Bürgermeister kommen, die Interessen der Einzelnen, der Bürger und gleichzeitig unsere gemeinsamen Ziele für ein modernes Deutschland 2050. Also zu Trassen könnte ich sagen, das ist nicht nur ein bayerisches Problem. Ich glaube, in Niedersachsen hängen die auch ganz schön hinterher, was den Ausbau der Leitungen betrifft, nur nebenbei bemerkt. Ich könnte auch sagen, wo die Netzengpässe sind. Ich gehe jetzt nämlich gleich ins Kanzleramt, um diese Frage auch zu klären. Aber das nur nebenbei. Aber insgesamt ist natürlich festzustellen, und das hat, glaube ich, die Hildegard vorher auch schon gesagt, dass die Saturiertheit, oder was hast du, also die Saturiertheit sehr groß ist letztendlich gegen alles und jedes, was nach Veränderung ausschaut, riecht, sich einfach zu wenden. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel aus dem tiefsten Süden, wenn ich so sagen, die haben sogar letztes Mal eine Volksabstimmung, Bürgerentscheid gegen eine Landesgartenschau gewonnen. Einfach nur mal als Beispiel. Also und deswegen, und das ist das, was eigentlich gegenüber anderen Regionen dieser Welt, die hungrig sind, die sagen, wir haben noch was vor uns, letztendlich uns auf die Dauer, wenn es so weitergeht, die Wettbewerbsfähigkeit auch abnimmt. Wir brauchen mehr Dynamik und wir brauchen mehr Zukunftsgerichtetheit und dass sich etwas verändern muss. Ich sage immer, nicht etwas erleiden und sagen, es ist ganz fürchterlich, wenn was Neues kommt, sondern etwas gestalten. Und zwar mit den Leitplanken, die dazu natürlich dementsprechend gehören, mit dem Rahmen, der dazu gehört, aber nicht mit jeder Detailverliebtheit, die wir uns, glaube ich, so angeeignet haben. Aber die Grundsatzhunger, die Grundsatzoffenheit für etwas Neues, wenn wir die nicht mehr haben, dann werden wir 2050 mit Sicherheit nicht gut ausschauen. Und da können wir uns über viele Fragen, die wir uns heute leisten können, vielleicht in Zukunft nicht mehr unterhalten. Vielen Dank. Ich schaue jetzt noch mal zu Christian. Nicht neue Fragen, aber vielleicht noch ein Abschluss der Situation im Netz. Wie wird die Diskussion aufgenommen? Genau. Also nur noch vielleicht ein paar ganz wenige Tweets, die ich noch erwähnen möchte, die auch gar nicht beantwortet werden müssen im Rahmen dieses Kongresses, aber vielleicht zeigen, wie facettenreich das Thema dann doch noch ist. Lukas Westphal hat uns bei Twitter geschrieben, Elektromobilität ohne Energiewende ist wie ein Palast ohne Tür. Man kann sich damit brüsten, aber der Nutzen geht gegen Null. Oder zum Thema Ungerechtigkeit sagt Fritz bei Twitter, was wird getan, damit bis Deutschland 2050 die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinanderdriftet. Im ersten Panel hatten wir ja bereits diskutiert, dass die Zukunft der Mobilität nicht ohne Internationalisierung denkbar ist. Das passt ganz gut zu einer weiteren Frage bei Twitter. Da wird nämlich gefragt, wie verändert sich eigentlich die Außenpolitik unter den Bedingungen der digitalen Gesellschaft? Welche neuen Ziele gibt es? Ja, das war soweit noch von meiner Stelle die Fragen. Vielleicht noch abschließend, das fand ich noch ganz interessant, die Frage von Herrn Bilal. Ist Deutschland eigentlich gerüstet gegen Cyberangriffe, wenn unser Leben zukünftig immer mehr im digitalen Raum stattfindet? Das ist für ihn eine Frage, die über allem steht. Ja, so viel. Ja, vielen Dank, Christian, für die Betreuung. Und ich freue mich ganz besonders, bevor wir dieses Panel hier schließen, aber ich möchte Sie ganz herzlich hier bei uns willkommen heißen. Ich begrüße die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU Deutschlands, unsere Freundin Julia Klöckner. Herzlich willkommen und komm bitte schon mal auf die Bühne. Und diese Diskussion zusammenfassend würde ich sagen, es gibt viel zu tun für die junge Gruppe, vielleicht auch für die junge Union. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die heute mitdiskutiert haben, bei Ilse Aigner, bei Hildegard Müller, bei
bei Herrn Professor. Ich danke Florian und Jens ganz herzlich für eure Teilnahme. Also, vielen Dank für euer Kommen. Und Julia, ich übergebe jetzt... So, jetzt hat Julia erstmal das Wort und ich klicke mich an dieser Stelle raus. Herzlich willkommen. Danke dir. Hallo Jens, grüße dich herzlich. Ganz herzlichen Dank der jungen Gruppe und ich grüße Sie alle auch besonders. Ich selbst habe die Mobilität nicht der Zukunft, sondern der Vergangenheit eben erfahren. Gut, jetzt sehe ich den Ronald. Also ich bin nicht mit dem Zug gekommen, sondern es sollte der Flieger sein. Aber das war alles ein bisschen verzögert. Und deshalb bitte ich um Entschuldigung. Ihr habt das etwas umgestellt. Und insofern habe ich jetzt so einen relativen Kaltstart. Ich weiß nicht, was vorher war und soll jetzt quasi eine Keynote hinterher sprechen. Und ich habe mir Folgendes überlegt, dass ich ein paar Aspekte anspreche, weil wir ja noch einen nächsten Termin haben, der feststeht, 17:30 kommt, glaube ich, die Kanzlerin. Und es geht um die Frage Zukunft, Arbeit der Zukunft. Warum arbeiten in der Zukunft? Ja, wir werden arbeiten in der Zukunft, davon gehe ich fest aus. Sicherlich aus zweierlei Gründen. Zum einen, um den Wohlstand zu sichern, um ja letztlich... auch Fortschritt zu erreichen, um leben zu können, aber auch um sinnhaft sich beteiligen zu können. Jetzt fragt man sich, warum wir als Politiker uns mit der Zukunft, mit sogar der weiteren Zukunft beschäftigen, wenn doch im nächsten Jahr Bundestagswahl ist und das eigentlich so eine Zukunft ist. Naja, dass die Gefahr, sagen die einen, oder das Potenzial, dass wir die Zukunft, die wir hier sitzen, noch erleben werden, die ist recht groß. Und zum einen, weil wir die Zukunft dann so erleben müssen, weil wir vielleicht von ihr abhängig sind, nicht von ihr, sondern von den Menschen, die sie gestalten. Stichwort, wie geht's mir als Rentner? Da muss man ein hohes Interesse dran haben, dass wir in Deutschland teilhaben an der Arbeit und dass wir nicht nur einige wenige haben, die dem Arbeitsmodell der Zukunft entsprechen, sondern die große Masse und auch viele in unserer Gesellschaft. Und dann gibt es einen weiteren Punkt, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Was heißt es denn, wenn wir uns über die Zukunft austauschen, welche Weichen wir heute stellen? Wir gedenken, in der Zukunft zu leben, aber die Frage wird ja sein, welche Jugend wird es dann geben? Oder was erwartet die heutige Jugend von der Zukunft? Und letztlich ist es so, dass wir heute natürlich Entscheidungen treffen, aber die Akzeptanz heute brauchen für die Entscheidungen, die vielleicht andere erleben müssen. Und das ist immer so die Ambivalenz. Ich selbst hatte ja erst einen Landtagswahlkampf hinter mir. Das heißt, auch immer Entscheidungen zu treffen, für etwas zu werben, was auf die Akzeptanz der anderen trifft, die vielleicht gar nicht in die längere Zukunft schauen. Gerade eben unten am Aufzug habe ich auch jemanden getroffen, der in einer Zukunftsbranche arbeitet. Es ist Alexander Gerst, Astronaut. Das ist durchaus eine Zukunftsbranche, sicherlich nicht für alle, aber die Erkenntnisse, die gut und wichtig für uns auch sein werden. Und warum sage ich oder warum spreche ich darüber, dass wir uns heute Gedanken machen, auch über eine Zeit, die wir vielleicht gar nicht so sehr jetzt selbst beeinflussen, beziehungsweise die wir, wenn wir älter sind, gar nicht mehr so intensiv erleben. Weil wir als Christdemokraten natürlich auch eine Verantwortung haben. Eine Verantwortung dafür haben, Stichwort Nachhaltigkeit, heute etwas zu entscheiden, was in Zukunft eben auch Früchte trägt. Und wir müssen uns erstens fragen, was tut sich in der Welt? Und ich mache das gerne jetzt auch auf der Metaebene, weil ich nicht weiß, was vorher eben konkret besprochen worden ist. Wir müssen uns schon fragen und neugierig sein, was sich in der Welt tut. Deutschland ist nicht alleine. Und selbst wenn wir uns vornehmen, naja, so ein bisschen Agrarwirtschaft wird schon bringen, damit ich überlebe, das wird so nicht funktionieren. Und was erwartet der Mensch, was erwarten die Bürger, was erwartet der Konsument von der Zukunft? Und vor allen Dingen, wie prägen uns die Veränderungen? Und was macht es übrigens mit einer Gesellschaft, die Angst vor Veränderungen hat? Und gestern wurde eine Studie vorgestellt, eine Studie, oder ich nenne sie Jugendstudie, und Sie haben es vielleicht verfolgt oder mitbekommen. Ich habe mir mal drei Punkte rausnotiert, die einem durchaus, naja, ein paar Falten auf die Stirn
treiben, wenn man überlegt, ob das der Zukunftsmut ist. Die Mehrheit der Jugendlichen, die befragt worden sind, sagen mit Blick auf die Zukunft, dass sie eine unglaubliche Sehnsucht nach Halt, Geborgenheit haben, dass sie vor allen Dingen so sein wollen wie alle anderen auch. Und wenn man das hört, so sein wollen wie alle anderen auch, dann heißt es, mit Blick auf das, was uns voranbringt und vorantreibt, dass eine große Masse, die nur gleich ist und das Gleiche will, weniger Innovationskraft hat, als wenn wir Einzelne haben, die Neues ausprobieren, die dann für eine Masse dann auch von Vorteil sein können. Was mich aber etwas zuversichtlicher stimmt, ist, dass Teenager sich nicht vorstellen können, ein Dasein ohne Internet und dass sie, ich will es mal zitieren aus der FAZ heute, die Jugendlichen mit einem bildungsnahen sozialen Hintergrund viel mehr oder lieber thematisiert hätten, wie sie die digitalen Medien auch für ihre berufliche Zukunft nutzen können. Also das heißt, es ist selbstverständlich, dass man in Zukunft mit der Digitalisierung leben wird. Aber wir fragen uns wiederum auch als Politiker, was müssen wir tun, dass wir nicht nur das annehmen, was aus den USA, aus anderen Ländern an Entwicklungen kommt, sondern dass wir selbst an dieser Wertschöpfung teilhaben. Da habe ich mir insofern einige Gedanken gemacht, als dass mir doch einiges aufgefallen ist, auch mit Schülern, die jüngst bei uns im Landtag waren. Die erste Frage ist gewesen, was muss Bildung heute leisten? Das waren Schüler eines Sozialkunde-Leistungskurses. Was soll Bildung heute leisten? Die allermeisten, wir haben abgefragt ein bisschen, haben uns gesagt, naja, wir müssen schaffen, dass wir gemeinsam das Abitur schaffen. Kann man so sehen? Die nächste Antwort ist gewesen, dass wir möglichst viel breit studieren, das, was uns auch liegt und was uns Freude macht. Kann man so auch sehen. Was mich aber am meisten eher irritiert hat, war die Nachfrage, wo Sie denn gerne beschäftigt sein wollen in Zukunft. Und da gab es eine große Affinität zum öffentlichen Dienst. Das kann man gut finden, aber ich weiß nicht, ob es uns in der Breite so, sagen wir mal, die Arbeitsplätze der Zukunft auch schafft. In Rheinland-Pfalz gibt es das weltgrößte Chemieunternehmen, BASF. Und wir haben uns beschäftigt mit neuen Technologien mit den jungen Leuten. Und auf unsere Nachfrage hin, was sie denn von Nanotechnologie wissen, was sie denn von Biotechnologie wissen, was sie denn von Technikoffenheit, Technologieoffenheit halten, war die überwiegende Mehrheit der jungen Leute, die fit sind im Kopf, eher Abwehrhaltung. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis wir bei TTIP waren. Und das, will ich nur sagen, wird nicht die Zukunft der Arbeit sein. Und deshalb will ich heute, dass in diesem Impuls, Sie merken, ich reiße nur einiges an, damit wir so ein bisschen im Rahmen bleiben, aber ich will einfach verdeutlichen, was uns umtreibt als Politiker. Wie können wir es schaffen, Menschen Sicherheit zu geben, Verlässlichkeit auszustrahlen, dass eben nicht die Reflexe vor Neuem, vor Abwehr oder Reflexe des Abwehrens von Neuem auftauchen. Denn immer dann, wenn man Angst vor Neuem, vor Veränderungen hat, bringt das meist extremen Parteien an den Rändern Zulauf, die etwas was versprechen, was vielleicht für den Moment gut ist, aber nicht für die Zukunft trägt. Wie schaffen wir das als Politiker, auf der einen Seite Sicherheit und Verlässlichkeit auszustrahlen und auf der anderen Seite diese Offenheit für neue Technologien, die Offenheit für die Anwendung von Neuem, das heißt durchaus auch in einer gewissen Weise risikobereit zu sein, aber in einer Risikoabschätzung sich auf neue Felder zu begeben. Wir sind mit der Atlantikbrücke im vergangenen Herbst in den USA gewesen, im Silicon Valley. Und es ist, erklärt sich vieles, warum das Silicon Valley nicht am Rhein liegt oder an der Spree liegt. Weil es dort übrigens A, eine andere Risikobereitschaft gibt, aber weil es B, dort auch eine andere Wissbegierde und Zusammenarbeit gibt und auch die dritte oder die zweite Chance gibt, wenn man gescheitert ist. Und deshalb glaube ich, wird die Zukunft unserer Arbeit dadurch geprägt werden, wie sehr junge Leute heute sich das Ausland anschauen und im Austausch sein werden. Es wird geprägt sein, aber auch dadurch, wie wir es schaffen, die soziale Marktwirtschaft zu erweitern auf eine digitale soziale Marktwirtschaft.
Und eine digitale soziale Marktwirtschaft mag ein neuer Begriff sein, aber für mich bedeutet die digitale soziale Marktwirtschaft, dass wir etwas neu definieren müssen. Dass es uns eben nicht so geht in den USA, wo es entweder nur Gewinner oder Verlierer gibt, auch einer digitalen Revolution, sondern dass wir Erfinder hier in Deutschland sind, aber es auch schaffen, dass nicht sogenannte Clickworker hinten runterfallen und dass wir es auch schaffen, eine soziale Sicherung, das heißt dieses Empfinden einer Sicherheit und Verlässlichkeit, auch für die Zukunft hinzubekommen. Vielleicht kennen Sie das Buch von Martin Walker, Deutschland 2064. Der ein oder andere hat es gelesen. Und es ist, muss ich sagen, recht spannend, dem zu folgen. Ich will Ihnen drei Punkte nennen. Eine Gesetzgebung, das heißt die drei Gesetze der Robotik. Das kann man schlimm finden, dass irgendwann ja, Maschinen, dass irgendwann Roboter schneller, intelligenter sind, als wir selbst es vielleicht sind. Aber wir werden es nicht aufhalten können. Und so heißen die drei Gesetze der Robotik: erstens, ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Zweites Gesetz, ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum ersten Gesetz. Und das dritte Gesetz heißt, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht dem ersten oder zweiten Gesetz widerspricht. Wenn man jetzt fragt, wann ist das denn geschrieben worden? Ist das in einem Science-Fiction-Buch festgehalten worden? Dann wird es spannend sein und interessant sein zu erfahren, dass es aus dem März 1942 stammt, diese Sichtweise. Also sage ich letztlich, wenn wir in die Zukunft schauen und teilhaben wollen, hilft es nichts, die gute alte Welt, die gute alte Zeit, das Arbeiten von 8 bis 18 Uhr oder von 9 bis 17 Uhr zu beschwören. Ich glaube, was wir brauchen, ist Offenheit und ist auch Mut für neue Anwendungen. Ich glaube auch, dass wir in unserer Bildungspolitik eines schaffen müssen, dass Neugier sich lohnt und dass Scheitern kein endgültiges Scheitern ist, sondern sogar die Kultur der zweiten oder dritten Chance uns etwas ermöglicht, was in den USA auch vieles ermöglicht hat. Und ich will das einfach nochmal schließen. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr, weil ich überbrücken sollte, aber nicht zu lange reden sollte. Was heißt das denn für diejenigen, die heute unter uns sitzen? Und sie sind aus verschiedenen Branchen hier. Es sind junge Leute da, es sind etwas reifere auch unter uns. Ich bin mir sicher, wir müssen eines schaffen. Und da sind wir Christdemokraten gefragt. Eine neue Debattenkultur über das, was Zukunft ausmacht. Denn ich sehe auch zum Beispiel den Jens Spahn. Wenn er etwas anspricht zum Thema Rente, wir werden anders arbeiten in Zukunft. Wir werden auch länger arbeiten müssen. Aber die Arbeit wird anders aussehen. Aber wie sind die Reflexe heute? Sobald man nur ein Thema anspricht, wie es in Zukunft aussehen könnte, haben wir den Reflex, dass es jeder auf sich, auf das Hier und Heute bezieht. Und wenn wir etwas dazu beitragen können, hier und heute und das mit raustragen, dann ist es die Offenheit, Dinge zu denken, ohne dass man Abwehrreflexe der Besitzstandswahrung hat. Und wenn wir eines noch dazu beitragen können, dann ist es letztlich auch die Frage, darüber nachzudenken, in welchen Phasen wir des Lebens uns in Zukunft befinden werden. Ich selbst komme aus der Landwirtschaft, wir haben ein Weingut. Natürlich ist jemand, der körperlich gearbeitet hat, irgendwann ganz anders durch, als jemand, der nicht körperlich gearbeitet hat, aber der unter einem ganz anderen Stress und Druck auch steht. Die Arbeit der Zukunft, ich glaube, da werden Psychologen genug zu tun haben auch, weil es auch da eine professionelle Begleitung geben wird, wenn die Welt immer schneller wird. Aber für mich heißt Arbeit der Zukunft auch, die richtigen Anreize zu setzen. Und ich weiß nicht, wie heute über das Thema E-Mobilität gesprochen worden ist. Ich weiß, dass es unterschiedliche Sichtweisen dazu gibt. Aber wir sollten die Menschen nicht unterschätzen. Die wissen sehr wohl, was Anreize sind, was für sie attraktiv ist und was es eben nicht ist. Ich persönlich bin skeptisch, wenn man Prämien zahlt für etwas, was vielleicht nicht umsetzbar ist. Wenn man im ländlichen Raum ist, braucht man keine Prämie, sondern eine Ladestation. Wenn man im ländlichen Raum ist, brauchen sie Reichweite und sie brauchen vor allen Dingen die Nutzbarmachung im Alltag.
Und deshalb, damit will ich schließen, wird meiner Meinung nach die Arbeit der Zukunft so aussehen. Erstens Offenheit für die Welt. Denn Abschließen von der Welt wird uns nicht nur Arbeit kosten, sondern Zukunft kosten. Zweitens Offenheit für Ideen von Menschen, die anders sind als die Masse. Und deshalb macht mir das etwas Sorge, wenn die Jugend so sein will wie alle anderen. Mut zum Anderssein und zum Ausprobieren. Drittens, die Zukunft der Arbeit wird dadurch geprägt sein, dass es eine Kultur der zweiten und dritten Chance geben muss, weil Fehler, die jemand gemacht hat, jemand anderes nicht mehr zahlen muss. Und viertens bin ich der Meinung, wir brauchen die Vermittlung und dazu brauchen wir Politiker, die nicht nur Mut haben, sondern die die Sprache der Bürger sprechen, die ihnen vermitteln können, dass Veränderung durchaus ein Stück Sicherheit sein kann und dass nicht der Rückfall in die Abwehr. Übrigens auch bei manchen Gewerkschaften, dieser Reflex, den wir erleben, dieses Behalten wollen, was man jetzt hat, wird einem selbst vielleicht die nahe Zukunft retten, aber die Zukunft für andere dann kosten. Und deshalb sage ich am Ende, diese Offenheit und diese Debatte gegen Reflexe, die können wir Christdemokraten führen, weil wir das christliche Menschenbild im Blick haben. Trotz Roboterausbreitung, trotz Technologisierung bleibt der Mensch immer bestehen und das müssen wir mit Leben füllen. Und dazu ein bisschen Mut. Also das hoffe ich. Ich habe euch alle gesehen, wie ihr unruhig wurdet. Alle raus. Ich hoffe mal schwer, dass sie jetzt dann kommt, sonst müssen wir hier zu zweit noch ein bisschen überbrücken. Ist aber, glaube ich, auch gar kein Problem. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei Julia Glöckner bedanken, dass sie es doch noch geschafft hat, hierher zu kommen bei dem ganzen Mobilitätschaos, das es heute gegeben hat. Hat uns als junge Gruppe sehr gefreut und ich darf das hier auch sagen als Mitglied im Bundesvorstand der Jungen Union. Vorher ist es angesprochen worden, die Zusammenarbeit zwischen der Jungen Gruppe und dem Bundesvorstand. Ich kann das aus meiner Sicht auch als eine, die ja die Scharnierfunktion sozusagen hat und im Übrigen nicht nur die Scharnierfunktion zwischen junger Gruppe und den jungen MdBs, sondern auch noch die der CDU und der CSU durchaus sagen, dass die Zusammenarbeit hervorragend ist und ich hoffe, dass es allen jungen Gruppen vor uns auch so gegangen ist. Weil sonst behindern wir uns schließlich selbst und das wollen wir an der Stelle natürlich nicht. Offiziell soll ich jetzt eine Zusammenfassung der Diskussion machen. Ich glaube, nachdem wir hier alle so gut zugehört haben, wäre es jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel, wenn ich all das nochmal wiederholen würde, zusammenfassend, was wir eigentlich sowieso schon wissen und was sehr gut von unseren Diskutanten dargestellt worden ist, bei denen ich mich allen nochmal ganz herzlich bedanken darf. Allerdings so ein bisschen was Grundsätzliches kann man, glaube ich, schon sagen. Und zwar insbesondere deshalb, weil wir sicher nicht jedes Thema angesprochen haben heute beim Kongress und wahrscheinlich auch nicht mehr alles ansprechen können. Aber nach dem Prinzip, steter Tropfen höhlt den Stein, ist es, glaube ich, uns Jungen durchaus gut gestanden, immer wieder zu sagen, wo wir eigentlich uns als junge Gruppe verorten, was unsere eigentliche Aufgabe auch hier im Parlament ist. Generell gilt, dass wir uns, glaube ich, als Politiker immer in einem Dilemma befinden. Und dieses Dilemma ist, wir werden gewählt, um Lösungen für die Zukunft zu finden. Wir werden aber von Leuten gewählt, die uns gerne in der Gegenwart beurteilen. Und manchmal ist dieser Zielkonflikt nicht so einfach auflösbar. Und daraus wiederum erwächst natürlich eine Verantwortung, der wir uns stellen müssen, eine Verantwortung uns gegenüber, uns selbst. Die Verantwortung vor all den Menschen und Bürgern, die uns gewählt haben und die uns auch Vertrauen schenken, aber auch eine Verantwortung vor den Bürgern, die noch gar nicht auf der Welt sind, die nämlich kommen werden. Das passt jetzt gerade, glaube ich, auch ganz gut. Ich darf an der Stelle mal mich selbst unterbrechen und die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland begrüßen, Angela Merkel. Und nun kann ich es mir natürlich nicht ganz verkneifen. An der Stelle, ich war gerade bei den Generationen, denen wir Verantwortung gegenüber haben, die noch nicht geboren sind, auch nochmal das Thema Rente ganz kurz anzusprechen. Denn die junge Gruppe hat nämlich die Verantwortung,
spreche ich übrigens jeder anderen Politikerin und jedem Politiker nicht ab, die Verantwortung, auch den Finger dort in die Wunde zu legen, wo es sie nun mal am meisten wehtut. Und wir haben die Verantwortung, die Generation zu unterstützen und zu vertreten, der wir selbst angehören und die wir auch schon hoffentlich bald neu schaffen werden oder das teilweise auch schon getan haben. Eine einseitige Belastung der Generationen, die heute die Erwerbstätigen sind, einseitige Belastung von den Generationen, die noch kommen, können wir als junge Gruppe natürlich nicht so vertreten und werden da auch immer wieder ganz deutlich unsere Meinung sagen. Aber das ist unser Job und ich bin sicher, die Bundeskanzlerin erwartet das auch von uns. Jetzt möchte ich aber dazu kommen, eine Dame anzukündigen, die als nächstes zu uns sprechen wird. Sie ist eine Frau, die ganz sicher auch gerne Mitglied der jungen Gruppe gewesen wäre, wenn es die damals schon gegeben hätte. Sie ist 1987 in den Deutschen Bundestag eingezogen. Junge Gruppe entstand, wie wir alle wissen, erst vor 25 Jahren. Und sie ist damit auch so lange schon im Deutschen Bundestag, wie mindestens zwei Mitglieder unserer Junggruppe, ich habe nicht jedes Geburtsdatum im Kopf, noch gar nicht geboren gewesen sind. Und eine davon, die wir heute auch schon gehört haben, kurz nach Gerdas Einzug in den Deutschen Bundestag auf die Welt gekommen ist, Emmy Zollner nämlich. Also insofern eine Frau mit viel Erfahrung. Ich darf auf die Bühne bitten, meine Landesgruppenvorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Gerda Hasselfeld. Herzlich willkommen. Frau Bundeskanzlerin, lieber Steffen Bilger, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für den Hinweis auf mein Alter. Meine Damen und Herren, wir haben heute Nachmittag eine hochinteressante, spannende Diskussion erlebt zu zwei besonderen Themen. Einmal zur Zukunft der Mobilität und zum zweiten zur Zukunft der Arbeitswelt, der Wirtschaft. Und es ist dabei deutlich geworden, welche Veränderungen wir zu bewältigen haben. Und nun geht es anschließend um den umfassenden Bogen, um all die Fragen, welche politischen, welche wirtschaftlichen, welche gesellschaftlichen Veränderungen stehen uns bevor, welche Herausforderungen sind damit verbunden. Und vor allem dann, welche Antworten geben wir darauf? Und dazu haben wir nun die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zu Gast. Frau Bundeskanzlerin, herzlich willkommen. Dass die junge Gruppe zum 25. Geburtstag nicht wie das bei üblichen Geburtstagsfeiern so die Regel ist, mit sich selbst beschäftigt, sondern dass sie bei dem 25. Geburtstag schon deutlich macht, was ihre Aufgabe ist, was ihre Aufgabe auch war und wie sie ihre Rolle in der Fraktion und im Deutschen Bundestag versteht. Dies auch gerade und anlässlich des 25. Geburtstags in der Öffentlichkeit zu zeigen, das finde ich, ist ganz großartig, nämlich zu zeigen, wir sind dazu da, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur aktuell für heute, sondern die Zukunft zu gestalten, für uns und für diejenigen, die nach uns kommen, so wie es unsere Väter und Mütter auch getan haben. Das möchte ich ganz besonders herausstellen und der jungen Gruppe dafür herzlich danken. Wenn wir an die Gestaltung der Zukunft denken, an das Jahr 2050 und die Zeit bis dahin, vielleicht auch die danach kommt, dann schauen wir natürlich auch zunächst einmal darauf, wie stehen wir denn da? Und es ist heute schon mal angesprochen worden, wir stehen glänzend da. Eine Beschäftigungssituation, wie wir sie noch nie in unserem Land so hatten, so gut. Stabiles Wirtschaftswachstum, hohe Investitionen
in Bildung, in Infrastruktur. Deutschland ist nicht nur für die, die hier wohnen, sondern auch für die, die uns von außen betrachten, ein äußerst attraktives Land. Und damit sind aber mindestens zwei große Gefahren verbunden. Nämlich einmal die, sich zufrieden zurückzulehnen, vielleicht auch noch gute Ratschläge anderen zu geben. So nach dem Motto, schaut's, was wir geleistet haben, macht es genauso und wir lehnen uns zurück. Das ist die eine Gefahr. Und die zweite ist aber, wir sind so zufrieden, so gesättigt, dass wir auch keinen Druck mehr verspüren, etwas Neues zu beginnen, sich neuen Herausforderungen zu stellen, sich veränderten Bedingungen, vielleicht auch unter Schwierigkeiten und unter Verzicht auf so manches Liebgewonnene anzupassen. Das heißt, der Veränderungsdruck ist in einer gesättigten Gesellschaft, in einer gesättigten Wirtschaft natürlich nicht mehr vorhanden. Und genau da ist dann auch unsere Aufgabe, gerade in dieser Zeit, in der wir auf der einen Seite diese Gefahren spüren, auf der anderen Seite aber auch sehen, wie sich die Welt verändert, politisch, und zwar überall, wie sie sich wirtschaftlich verändert, von den Bedingungen her verändert, wie unsere Kommunikation verändert wird. Darüber muss diskutiert werden und darüber wird diskutiert. In unseren Reihen intensiv, nicht zuletzt wegen der Initiativen und der Aktivitäten der jungen Gruppe, aber, meine Damen und Herren, auch nicht zuletzt deshalb, weil Angela Merkel auch ein großes Gewicht gerade auf die Gestaltung der Zukunft legt und auf die veränderten Bedingungen, die uns nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Jahren mit begegnen. Und deshalb will ich bei der Gelegenheit, bevor ich ihr das Wort gebe, auch herzlich dafür danken, für die Impulse, die immer wieder gegeben werden, auch für die Reden, die zu diesem Thema immer wieder gehalten werden, auch gerade vor dem Hintergrund der Entwicklung in der Wirtschaft mit der zunehmenden Digitalisierung. Industrie 4.0 ist für Sie ja fast, ich möchte fast sagen, Fleisch geworden. Das ist in ihr ganz fest verankert und die Bedingungen, die sich und Veränderungen, die sich daraus ergeben, sind von ihr verinnerlicht. Und ich wünsche mir, dass diese intensive Beschäftigung mit der Zukunft, die bei ihr zum Ausdruck kommt, uns alle auch erfassen wird. Und deshalb darf ich ihr jetzt das Wort geben. Wir freuen uns auf die Rede der Bundeskanzlerin. Ja, liebe Gerda Hasselfeld, lieber Stefan Bilger, liebe Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, insbesondere die Mitglieder der jungen Gruppe und die früheren Mitglieder der jungen Gruppe. Schön auch von meiner Seite, dass Sie sich entschieden haben, die 25 Jahre Geburtstag so zu feiern, dass dabei auch etwas an geistigem Gewinn herauskommt. Und dass Sie sich so präsentieren, wie Sie sich auch verstehen, nämlich als Menschen, die sich über die Zukunft Gedanken machen, die verantwortungsvoll Entscheidungen fällen, aber mit einer anderen Perspektive natürlich naturgemäß aus dem Alter heraus, als das vielleicht 60-Jährige oder 50-Jährige oder 40-Jährige können. Darunter ist man dann ja fast noch Mitglied der jungen Gruppe. Ich freue mich auch, dass Julia Klöckner hier ist und bin etwas sozusagen beeindruckt über die Bandbreite ihrer Themenstellung. Wenn man so aus dem täglichen Kampf zwischen Auftritt beim Sparkassenverband, der Diskussion über die Förderung der Elektroautos und dem Bildungsbericht heute im Kabinett, um nur einige Sachen zu nehmen, kommt, dann muss man erstmal über das Jahr 2050 wieder nachdenken. Aber ich glaube, die Themen sind ja richtig benannt und ich werde auf die Themen auch nochmal eingehen, will nur Folgendes sagen. Sie wachsen jetzt oder Sie sind diejenigen, die Verantwortung übernehmen, die gestalten müssen.
in einer Phase, in der man 25 Jahre nach der deutschen Einheit oder 26 Jahre nach der deutschen Einheit eigentlich sagen muss, das Ganze wird Geschichte. Und für sie ist es natürlich viel mehr Geschichte, als es für mich ist, die ich immerhin bis zum Grenzalter der Mitgliedschaft in der jungen Gruppe noch in der DDR verbracht habe. Das war ja da meine einzige Lebenserfahrung. Und meine Lebenserfahrung sozusagen in der freiheitlichen Gesellschaft ist jetzt etwas älter als ihre Existenz in der jungen Gruppe. Und insofern haben Sie einen Blick, der geht eben schon sehr in die Geschichte. Die einen waren noch nicht geboren, die anderen waren 10 Jahre alt. Und insofern war da noch an Gestaltung der damaligen Gesellschaft nicht viel zu denken. Und ich empfinde auch in vielerlei Hinsicht diese Zeit jetzt 25 Jahre danach schon noch einmal als eine Zeit, in der jetzt ganz massiv durch die Digitalisierung, die immer spürbarere Globalisierung, wir in eine neue Etappe hineingehen, die auch dadurch geprägt ist, dass etwas Zweites passiert, dass nämlich diejenigen, die den Zweiten Weltkrieg und die Zeit des Nationalsozialismus noch selbst erlebt haben, langsam bald alle nicht mehr unter uns sein werden. Und das bedeutet, dass diejenigen, die davon erzählen konnten, wie war das, als nach dem Zweiten Weltkrieg Europa gegründet, die Europäische Union entstanden ist, wie war das, als Deutschland und Frankreich noch wirklich verfeindet waren, wir werden in wenigen Tagen 100 Jahre Schlacht von Verdun erleben. Ich war noch mit... Ich erinnere mich noch, wie der letzte Teilnehmer des Ersten Weltkriegs gestorben ist. Und jetzt kommen wir eben nochmal in so einen Zeitabschnitt. Und deshalb ist meine Frage oder meine Bitte an Sie als erstes, bei allem, was sich ändert und bei allem, was dauernd auf uns neu zukommt, fragen Sie sich ab und an auch, was für Sie unveräußerlich ist. Was aus dem, was sozusagen das Erbe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist, was Sie davon unbedingt übernehmen wollen und wo Sie glauben, dass die, die schon älter sind, als die noch älter sind als ich, wofür die gekämpft haben und was davon nicht in Frage gestellt werden sollte. Ich sage das vor mancher Diskussion in der Europäischen Union jetzt, die mir manchmal so ein bisschen auch Sorgen macht, will ich ganz unverhohlen sagen, dass so die Frage meiner Kompromissfähigkeit oder der Kompromissfähigkeit jedes Einzelnen hängt ja unglaublich davon der Frage ab, wie wichtig halte ich das Gesamtgebilde. Und ich glaube, Sie werden Menschen sein, die noch viel stärker in dem Geist denken müssen, dass Nation und unser Land, Deutschland, die Europäische Union, aber dann auch die Welt eigentlich verschiedene Seiten ein und derselben Medaille sind. Und das müssen Sie parallel im Kopf haben. Sonst werden Sie, glaube ich, nicht die richtigen Entscheidungen treffen können. Und ich merke bei manchen Diskussionen, die wir in diesen Wochen und Monaten führen, dass diese europäische Dimension noch nicht so intensiv mitgedacht wird, wie ich glaube, dass sie es getan werden sollte, wenn ich mir die Probleme angucke auf der Welt und die Lösungsmöglichkeiten. Sie wachsen dann also in eine Welt hinein, die überhaupt nichts mehr von dem hat, was wir noch alle erlebt haben. Der Kalte Krieg, die klare Einteilung in Gut und Böse. Und manchmal neigt man ja dazu zu sagen, eigentlich war es ganz schön einfach. Als die Abschreckung so gewirkt hat, dass beide Seiten sich zurückgehalten haben, weil keine der beiden Seiten im Kalten Krieg wollte sich umbringen. Heute haben wir es unentwegt mit Gefährdung zu tun, bei der Menschen aus dem Dschihad zum Beispiel überhaupt nichts dabei finden, sondern es noch besonders erstrebenswert finden, um andere umzubringen, sich selbst auch zu opfern. Das ist eine völlig neue Herausforderung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und diese Herausforderung, auf die haben wir noch keine abschließende Antwort. Und die muss uns umtreiben, weil Sicherheit natürlich für die Freiheit schon eine notwendige Randbedingung ist. Ohne Sicherheit lebt es sich in der Freiheit auch nicht so richtig frei. Und dann ist diese Welt, das ist sicherlich richtig, eine multilaterale Welt. Das heißt, es wird viel mehr Pole von Entscheidungsmöglichkeit geben, von Macht, von Gewicht. Und was wird in dieser Welt
ein Kraftzentrum sein. Ich denke, dass in einer solchen Welt ein Kraftzentrum sein kann, wer wirtschaftlich stark ist, wer dafür bekannt ist, dass er für seine Sicherheit sorgen kann und vielleicht ab und zu so stark ist, dass er auch noch anderen helfen kann, die auch Sicherheit brauchen und die sozusagen ähnliche Ideale teilen oder zumindest sich auf den Weg zu ähnlichen Idealen begeben. Und deshalb muss sich Deutschland und muss sich Europa die Frage stellen, wollen wir in einer solch viel stärker, in einer viel polarigen, also mit viel mehr Polen bestehenden Welt, wollen wir da ein solches Kraftzentrum sein und glauben wir, dass wir das alleine können? Ich glaube es nicht. Mit 80 Millionen sieht nicht gut aus bei 7 Milliarden Einwohnern. Aber können wir es als Europa mit 500 Millionen schon eher? Und der amerikanische Präsident hat ja schon aus Sorge um Europa neulich in Hannover oder vor wenigen Tagen, drei Tagen in Europa in Hannover eine Rede über Europa gehalten, über die Europäische Union und hat gesagt, mein Gott, muss man eigentlich von außen kommen, um euch zu sagen, was ihr geschafft habt. Und das war schon beeindruckend. Und deshalb müssen wir definieren, was müssen wir können, um überhaupt all das, worüber wir dann ja noch sprechen, die Mobilität, die Rente, die Arbeitsplätze, die Familie und all das, überhaupt so leben zu können und nicht den ganzen Tag abgelenkt zu sein und sich mit unserer Sicherheit zu beschäftigen und zu fragen, was können wir da leisten. Da will ich nur einen Aspekt mit hineinbringen. Die Welt verschiebt sich durch die demografische Situation, nimmt unser Anteil ab an der Weltbevölkerung, am Bruttoinlandsprodukt. Und die Gewichte werden sich stärker in Richtung Pazifik verlagern. China ist auf einem aufsteigenden Weg. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nach wie vor sehr, sehr stark, sehr dynamisch, haben auch nicht die demografische Herausforderung, haben es auch geschafft, sehr gut immer wieder neue Gruppen in die Bevölkerung aufzunehmen. Und die Vereinigten Staaten sind auch positioniert in der Welt, auch das muss man sich vor Augen führen, etwas einfacher, was Geografie anbelangt. Sie haben im Norden eine Grenze nach Kanada, da ist ein Freund. Sie haben links und rechts einen großen Ozean. Und sie haben Richtung Zentralamerika eine komplizierte Grenze. Wenn wir jetzt uns mal unser Gebilde angucken, den Schengen-Raum, den Raum unserer Reisefreiheit, den Raum unserer Wertegemeinschaft, dann ist der sicherste Abschnitt heutzutage der Nordpol, Grönland. Naja, ich sage das deshalb, weil wir oft gescholten werden, dass wir uns nicht um die arktischen Routen kümmern, denn wenn der Klimawandel fortschreitet und diese Route schiffbar ist, China interessiert sich mehr für die Arktis, als wir das gemeinhin tun, dann wird das eine hochspannende Zone. Dann kommt Russland, dann kommt die Ukraine, dann kommt Moldawien, dann kommt gegenüber im Schwarzen Meer Georgien, dann kommt die Türkei, dann kommt Syrien als unser Nachbar. Nur zur Erinnerung, Zypern und Syrien sind Nachbarn, nur durch eine kleine Seestrecke getrennt. Dann kommen Jordanien, Libanon, Israel, Ägypten, Tunesien, Libyen, Marokko, Algerien. Und gegenüber von uns liegt der afrikanische Kontinent, das ist unser Nachbarkontinent. Und wenn Sie sich mal die Fluchtrouten dieser Erde anschauen, von Bangladesch, Pakistan über ganz Afrika und sich die Stabilität der politischen Regionen anschauen, dann liegen wir sozusagen mit unserem Schengen-Gebiet in einer Nachbarschaft, die ist, sagen wir mal, erstmal vielfältiger als die der Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben es in den letzten 5 Jahren geschafft, quasi vom Erdgas und Erdöl aus der Region, die unsere Nachbarschaft ist, unabhängig zu werden. Und damit ist es auch nicht mehr naturgegeben, dass das strategische Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika nun naturgemäß in Europa liegt. Das liegt dort, solange wir stark sind, wirtschaftlich interessant, unseren Beitrag zur Sicherheit leisten, auf jeden Fall, weil wir eine Wertegemeinschaft haben. Aber es ist nicht so, dass wir sozusagen die Vereinigten Staaten das so als naturgegeben nehmen können, dass sie sich auch die nächsten 20, 30, 40 Jahre damit beschäftigen. Und wir haben ein größeres Interesse dran, mit all den islamistischen Herausforderungen, klar, aber genauso großes Interesse. Und wir müssen uns schon fragen, was davon können wir eigentlich alleine und was davon können wir nicht alleine. Und diese Frage wird drängender.
Und früher habe ich eher theoretischerweise manchmal junge Außenpolitiker gefragt, sie sollen doch mal die Welt beschreiben mit der Maßgabe, wer ist unser Freund und wer ist eher unser Gegner. Ohne, wenn nicht die Amerikaner uns das irgendwie sagen würden. Heute kann das sein, dass wir das, oder in Zukunft, in den nächsten 20 Jahren kann das sein, dass wir das sehr viel mehr selber tun müssen. Und ich glaube, dass Ursula von der Leyen zum Beispiel gestern eine sehr, sehr zukunftsfähige, zukunftswichtige Entscheidung getroffen hat, indem sie im Grunde eine neue Teilstreitkraft gegründet hat mit Cybersicherheit. Das gab es noch nicht und das wird eine richtige Einheit. Und das ist richtig, weil sich nicht mehr nur zu Boden, Wasser und Luft militärische Auseinandersetzungen abspielen werden, sondern weil sie sich eben auch im Bereich der digitalen Welt abspielen werden, mit all den Herausforderungen, die wir zu bestehen haben. Und deshalb wäre meine Bitte, wenn wir uns Richtung 2050 orientieren, das eigene Interesse an einer transatlantischen Partnerschaft immer wieder zu artikulieren, weil wir uns nicht mehr werden so verhalten können, dass sozusagen die Amerikaner aus Gründen, die sie im Kalten Krieg hatten, sich schon um Europa kümmern werden, weil die Trennlinie des Kalten Krieges hier genau durch Europa ging, sondern weil man eben viel Interessantes, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, auch außerhalb Europas erleben kann auf der Welt. So, und jetzt kommen wir zu dem europäischen Gebilde. Europa ist unter Druck, dass die letzten Jahre zeigen im Grunde, dass die Welt Europa testet. Was ist das eigentlich für ein Gebilde? Erst war die Währung dran. Haltet ihr zusammen oder haltet ihr nicht zusammen? Und es gibt genügend Kräfte auf der Welt, die wollen ja gar nicht, dass wir zusammenhalten. Wir sind einfacher zu handeln, wenn wir nicht zusammenhalten. Und der zweite Druckpunkt, den wir jetzt bestehen müssen, ist die Frage, wie könnt ihr eure Außengrenzen schützen? Seid ihr dazu in der Lage? Oder fallt ihr wieder zurück in den Schutz der nationalen Grenzen? Und deshalb habe ich jedenfalls sehr viel Kraft darauf verwandt, dass wir lernen, unsere Außengrenzen zu schützen. Weil ansonsten der Binnenmarkt in Gefahr ist, Europa in Gefahr ist und dann auch das nationalstaatliche Denken schneller wieder auferstehen wird, als man das sich vorstellt. Und jetzt müssen wir mit dem Gebilde, von dem ich hoffe, dass es immer stärker eine einheitliche Währung hat und dem Gebilde, dass das lernt, seine Außengrenzen zu schützen. Jetzt müssen wir dieses Gebilde mit Leben erfüllen und es muss ein Gebilde des Wohlstands sein, der Stärke sein und das auf die modernen Herausforderungen Antworten geben kann. Jetzt, all das wird beschleunigt im Grunde durch die Digitalisierung, die natürlich unser Leben massiv verändert. Und wo ich glaube, dass wir bei den Jüngeren sehr, sehr stark hinhören müssen, weil wir das in fortgeschrittenem Alter nicht mehr so erfüllen können. Also es gibt nicht umsonst die Digital Natives und die Digital Migrants oder so. Also Integration kann da auch stattfinden mit den Migrants, aber die Integration wird nie mehr die Tiefe erreichen, als wenn man von Kindesbeinen an sozusagen in diese Welt hineingewachsen ist. Und jetzt wird dieses Hereinwachsen etwas bedeuten für, jetzt bin ich noch gar nicht mal bei den Sachfragen, sondern erstmal bedeutet es, dass Sie alle Informationen immer haben können mit dem Nebeneffekt, dass Sie auf jede Frage aber auch gleich eine Antwort geben sollen. Sie kriegen individualisierteste Angebote. Als ich groß geworden bin, da war klar, dass man irgendwie zwei Fernsehprogramme im Westen. Und wenn man DDR-Fernsehen nicht gesehen hat, dann hat man halt mit dem Rest darüber gesprochen, hast ZDF gesehen oder ARD. Und damit war schon mal gemeinsamer Gesprächsstoff für den nächsten Tag da. Heute können Sie bestenfalls noch beim Nationalmannschaftsspiel oder Champions League Halbfinale wie heute davon ausgehen, dass Sie morgen ziemlich viele Leute treffen, die über das Gleiche reden, weil sie am Abend das Gleiche erlebt haben. Ansonsten ist alles individualisiert geschnitten. Was bedeutet das für den Zusammenhalt von Gruppen, die politisch gemeinsame Werte teilen und die auch Politik gestalten wollen? Wir werden, ich sage das ohne Klage, damit rechnen müssen, dass viel ausgefaserte Interessen sind, in der einzelnen Abgeordneten zum Beispiel da sind, sodass wir auf der einen Seite sozusagen diese Antennen, wo ja jeder ein Stück Gesellschaft wahrnimmt, aus seiner individuellen Wahrnehmung heraus,
immer wieder verbinden müssen mit dem, was zeichnet uns denn noch gemeinschaftlich aus? Die Zeit, in der es vier Flügel in der CDU gab, werden mal als sehr übersichtlich gelten, obwohl auch das schon schwierig war, den Sozialflügel und den Wirtschaftsflügel zusammenzubringen. Aber heute wird das viel, viel schwieriger. Und wie viel Bereitschaft gibt es eigentlich noch in einer Welt, wo ich mir zu jedem Thema hinreichend viele Leute gleichen Geistes zusammensuchen kann, mich lebenslang in einer politischen Gruppierung aufzuhalten und zu sagen, das ist meine Familie, meine politische Familie und da stimme ich mit. Auch da mache ich mal was, was mir gar nicht passt. Kommt ja auch vor, hat man heute auch schon wieder. Und ist der Mehrwert, auf Dauer gemeinsam zu sein, überhaupt noch dafür da, ausreichend gegenüber dem, dass ich mich permanent mit einer Interessengruppe zusammentue? Und meine Bitte wäre, dass Sie sich mit der Frage auch mal beschäftigen, weil die ansonsten, wenn wir auf die keine Antwort geben, zu einer schleichenden Erosion führen kann von all dem, was unser einer sozusagen mit der Muttermilch oder mit der politischen Muttermilch aufgesogen hat, eine Fraktionsgemeinschaft und dass man eben nicht gegeneinander abstimmt und dass es Gewissensfragen gibt und ansonsten hebt man die Hand im Plenum genauso, wie man es in der Fraktion hebt. Ich glaube, es gibt heute junge Leute, die sagen, warum eigentlich? Wie komme ich dazu? Ich fühle mich doch meinen Wahlkreisabgeordneten, meinen Wahlkreisbürgerinnen und Bürgern viel mehr verpflichtet, als wenn die mir hier irgendwas in Berlin erzählen. Und was mache ich eigentlich, wenn jede meiner Meinungsäußerungen in zwei sitzungsfreien Wochen sozusagen schon inventarisiert ist und auch nie wieder gelöscht wird aus dem World Wide Web und bekannt ist, was ich dazu mal gesagt habe und dann werde ich konfrontiert. Früher konnte man ja sagen, das ist ja nicht alles gespeichert worden. Dagegen war ja, dass man sagen kann, was man will, hat ja auch seine Nachteile, wenn alles bleibt und man dauernd mit sich selbst verglichen wird und begründen muss, warum man jetzt in welchem Kontext eine andere Meinung hat. Sodass das politische Leben schon schwieriger geworden ist. Und eine Volkspartei wie die CDU und die CSU werden nur zusammen bestehen können, wenn sie den Zusammenhalt der Generationen haben, wenn sie den Zusammenhalt der verschiedenen Interessen haben. Und wie weit lässt sich das heute in dieser Frage noch spannen? So, damit ich jetzt nicht zu länglich werde, will ich auch was zu den aufgeworfenen Themen sagen. Arbeit wird sich verändern. Ich glaube, mit all den Chancen und Risiken. Die Chancen liegen darin, dass die, die die Freiheit genießen, alle Lebensbereiche sehr viel besser miteinander verbinden können und auch individueller gestalten können. Ich werde meine Arbeitszeiten besser einrichten können, ich werde Beruf und Familie besser zusammenbringen können. Das sind wunderbare Chancen und Möglichkeiten. Im Gegenzug wird aber auch vieles wegfallen, was vielen Menschen früher Halt gegeben hat. Wenn du ganztägig für dich verantwortlich bist, wenn du die Freizeit für dich und deine Kinder alles selbst gestalten musst, wenn du nicht sagen kannst, das macht schon die katholische Kirche oder die evangelische Kirche oder die Gruppe für mich, die wissen schon und haben schon 20 Generationen von jungen Leuten irgendwie großgezogen, das wird schon klappen. Also wenn immer mehr von diesen sozusagen Angeboten, die gegolten haben und die einfach Menschen auch die Menschen durch Lebenszeiten geführt haben, wenn davon immer mehr wegfällt und ich alles alleine designen muss, ist das ja auch anstrengend. Das kann gut gelingen, aber manch einem wird es auch schwer gelingen. Und wie schaffen wir es, an die sich damit schwer tun, auch Angebote zu machen, die nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier irgendwie so eine Zweiklassengesellschaft haben? Aber insgesamt wird es jetzt darauf ankommen, für die nächsten Jahre, jetzt gehen wir mal nicht bis 2050, sondern mal für die nächsten 8 Jahre, sich sehr viel Gedanken zu machen, was von unserem Arbeitsrecht wollen wir erhalten und was muss flexibilisiert werden im Blick auf die Frage der neuen Arbeitsmöglichkeiten und der neuen Arbeitsgegebenheiten. Da sage ich ganz ehrlich, dass wir da noch keine abschließende Antwort haben. Die Sozialministerin macht da sehr viel, auch mit einem großen gesellschaftlichen Prozess. Ich empfehle, sich das Grünbuch mal anzuschauen. Sie geht jetzt in Richtung eines Weißbuchs. Da ist meine Bitte an die junge Gruppe, beschäftigen Sie sich damit. Und zwar so, dass wir möglichst viele mitnehmen. Zweitens ist natürlich die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme. Ich habe die mahnenden Worte wohl verstanden. Es nützt aber auch nichts, wenn wir uns nicht, also die Fragen müssen kommen, bohrend und so weiter. Und das sind auch lange, langwirkende Systeme. Ich habe ja deshalb auch selber darauf hingewiesen, dass wir über die Rente jenseits insbesondere 2030, aber auch über einige Aspekte der Rente im Augenblick sicherlich sprechen müssen. Es muss nur in einer kommunikativen Atmosphäre ablaufen, die nicht der Hälfte der Bevölkerung nur Angst macht.
Man muss wissen, wenn das Wort Rente fällt, fühlt sich meistens der junge Mensch nicht angesprochen, aber immer der, der heute Rente kriegt. Und der versteht das dann alles, was ja rational richtig ist, emotional ganz anders. Und darauf müssen wir achten, weil wir sonst mit einem Thema, was mit Alterssicherheit zu tun hat, mit Gesundheit im Alter, mit der Frage, was habe ich zu erwarten, wenn ich schwächer werde? Das ist unglaublich sensibel. Und da kann man echt auch viel Angst erzeugen, die ja überhaupt nicht gewollt ist. Und deshalb muss diese Diskussion behutsam und möglichst immer auch im gesamten Kontext geführt werden und lieber einmal zu oft sagen, dass es um die Zukunft geht, als zu wenig, weil damit nicht man sich sozusagen falsch verstanden wird. Ich sehe mindestens also schwierig wie die Rente, ich glaube, das kann man machen, die Fragen der Gesundheit an, weil die Möglichkeiten so unglaublich werden, was man alles tun kann, aber eben auch die Kosten. Und wir da, sagt sich schnell, wir wollen keine Zweiklassenmedizin, aber gerade im hohen Alter wird das eine immer drängendere Frage werden. Deshalb muss über das Thema Gesundheit genauso gesprochen werden wie über das Thema Rente. Und ich glaube, wegen der wissenschaftlichen Dynamik einfach noch mehr. Dann das Thema der Mobilität. Das wird auch so sein, dass, während da haben Sie ja heute Experten da gehabt, da wird man einfach nicht mehr vom Verkehrsträger aus denken, sondern auch wieder vom Individuum aus, wo möchte sich das hinbewegen und wie ist eigentlich der geschickteste Weg. Das Besitzen eines Autos zum Beispiel als Statussymbol wird längst nicht mehr die Bedeutung haben, auf dem Lande sicher noch etwas länger als in der Stadt. Aber da tut sich ja schon sehr, sehr viel an Veränderung. Und es wird zum Schluss eigentlich sozusagen darauf ankommen, dass man sich so fortbewegt, dass man möglichst schnell irgendwo ankommt, möglichst sicher und in time irgendwo ankommt und dass man auf seine Bewegungen möglichst viel von dem tun kann, was einem selber wichtig ist. Und das, was einem heute ganz komisch vorkommt, also vor 5 Jahren habe ich über das autonome Fahren noch gar nicht nachgedacht. Inzwischen denke ich, Mensch, wenn du jetzt älter wirst, vielleicht ist es für dich eine Option, länger Auto zu fahren, weil du es selber nicht mehr musst. Also ich wünsche mir inzwischen den technischen Fortschritt eigentlich schneller, überlege auch schon, wie man vielleicht Heimroboter einsetzen kann. Nein, ich versuche dazu eine offene Einstellung zu haben, wenn man jetzt nicht mehr die Zitrone selber auspressen kann, weil dann irgendwie die Hände nicht mehr so stark sind. Das sind ja alles Chancen, also lasst uns in Form von Chancen über solche Dinge reden. Aber das wird schon doll sein, wenn man den höchsten Versicherungsbeitrag bezahlen muss, wenn man selber noch ans Steuer will, weil alles andere als sicherer gilt. Und sich da reinzudenken, was das bedeutet, und wenn man jetzt mit, Sie haben ja heute VW hier gehabt, die größte Frage ist, wenn man in den Megacities so lange im Stau steht, das sind 33 Tage oder so, habe ich neulich gelernt, im Jahr, die sind heute für den Menschen noch nicht gefüllt, und wie kann die Mobilitätsindustrie einen Beitrag dazu leisten, dass der sich diese 33 Tage auch noch wohlfühlt und am besten auch noch viele Daten abgibt, aus denen man wieder was Schönes machen kann. So. Das ist jetzt die Aufgabe. Und das ist natürlich Mobilität völlig neu gedacht. Wir werden mit Sicherheit bis 2050 klare Vorstellungen haben, wie wir weitestgehend ohne Kohlenwasserstoffe auskommen. Wird noch nicht geschafft sein, aber man wird es absehen. Also die Energieversorgung wird sich vollkommen verändern. Und auch nur so wird es möglich sein, die dann vielleicht 8, 9, 10 Milliarden Menschen auf der Welt leben zu lassen. Und nicht einen Migrationsdruck auf uns zu bekommen, der unerträglich wird. Und deshalb wird die Frage des Teilens oder des Bauens von Lebenskreisen um uns herum, um das Schengen-Gebiet, die auch in relativem Wohlstand leben, die auch in Sicherheit leben, ganz wichtig sein. Und je weiter diese Kreise gehen, umso friedlicher wird unser Leben sein. Weil wir gar nicht so viel uns mit der Grenzsicherung beschäftigen können, wie wir dann Kraft aufwenden müssen. Ich habe neulich einen Beitrag über die chinesische Mauer gesehen, das war sehr interessant. Es gab Zeiten, in denen hat man so viel Kraft auf die Schutz und die Stabilisierung der chinesischen Mauer verwendet und die besten Ingenieure, die besten Männer, die besten Leute mussten nur sich mit der Festigung der chinesischen Mauer befassen, sodass China nach innen völlig geistig verarmt ist.
weil die hauptintellektuelle Herausforderung war, wie schotten wir uns ab? Also das richtige Verhältnis von Abschottung, also in dem Sinne von Sicherung seiner eigenen Grenzen, aber in dem Sinne, dass man mit seiner Nachbarschaft trotzdem in einer guten Art und Weise auskommt, wird ganz wichtig sein und deshalb werden Entwicklungshilfe und vieles andere eine große Rolle spielen. Jetzt ist das deshalb so wichtig, weil wir ja nur nach innen forschen, entwickeln, bilden, leben, Familienzeit verbringen können, wenn wir das alles auch in Sicherheit machen können. Und deshalb messe ich dem so eine große Bedeutung bei. Und da wird eine der Aufgaben sein, über die bitte ich Sie auch nachzudenken. Irgendwas machen wir bei der Entwicklungshilfe noch falsch. Wenn Sie die Summe aller Gelder, die die Welt ausgibt, für Entwicklungshilfe nehmen und dann doch immer wieder afrikanische Regierungschefs treffen, die Ihnen sagen, Elektrifizierung, 39% der Menschen haben elektrischen Strom, 50% haben elektrischen Strom, 60% haben elektrischen Strom. In Ländern, wo Sie eigentlich denken, dass es schon eher gut geht und gerade kein Bürgerkrieg ist, dann ist das nach Jahrzehnten von Entwicklungshilfe irgendwie nicht das Ergebnis, das richtig ist. Ich habe da auch keine abschließende Antwort drauf, aber ich denke, wir müssen da doch manchmal auch in einem größeren Design planen, weil wenn die erste Begegnung mit dem elektrischen Strom das Smartphone ist und die kleine Solarzelle drin und ansonsten man das nie erlebt hat, dass man irgendwie nach Sonnenuntergang noch Schularbeiten machen kann, das kann auf Dauer in dem Gefälle zu uns nicht gut sein. Und deshalb meine Bitte auch, Austausch und lernen und interessiert sein, neugierig sein, wie andere leben, woanders, um auch ein Gefühl zu bekommen, und das ist wahrscheinlich jetzt aus Ihrer Perspektive wirklich jemand, der schon recht alt ist, der das sagt, ein Gefühl zu bekommen, neben dem, was bei uns alles noch nicht ideal ist, wie gut es trotzdem bei uns ist. Und das können Sie nicht nur erahnen, wenn Sie sich einfach auch mal außerhalb des eigenen Wirkungskreises aufhalten, außerhalb Europas aufhalten, dann kriegt man so ein Gefühl davon. Und das führt einen dann vielleicht auch wieder dazu, manche Diskussionen mit etwas mehr Demut zu führen. Ich weiß, dass wir kein Anrecht haben, als Europa, also den Rechtsanspruch auf den Kindergartenplatz konnten wir uns ins Gesetz schreiben. Wir können uns ein gutes Rentensystem entwickeln. Aber wir haben null Rechtsanspruch darauf, dass wir einen hohen Wohlstand im Vergleich zu anderen auf der Welt behalten. Und deshalb ist diese Frage, wo wollen wir eigentlich bei den Neuheiten dabei sein, schon sehr wichtig. Und da habe ich wieder eine Bitte. Wir sind in vielen Bereichen sehr, sehr gut. Was wir machen, das machen wir schon ziemlich gut. Aber man vergisst leicht, was es alles gibt, was wir gar nicht mehr machen. Da rede ich jetzt nicht über die Kernenergie, das ist, glaube ich, zu verschmerzen. Bei der Fusionstechnologie bin ich froh, dass wir noch dabei sind. Aber es gibt jetzt Biotechnologien, es gibt vieles wir haben künstliche Intelligenz, aber es gibt vieles in der künstlichen Intelligenz, wo wir, glaube ich, nicht ganz so weit vorne dabei sind. Die Gentechnologie haben wir mal relativ großzügig beiseite geschoben und sie anderen überlassen. Es kann der Tag kommen, an dem, das weiß ich nicht, das kann ich auch nicht voraussagen, an dem sich von uns ganz getrennt betrachtete Wissenschaftsdisziplinen plötzlich zu einem neuen Projekt vereinigen. Und wenn uns da genau die Hälfte aller Bausteine fehlt, weil wir da keinen Spezialisten mehr haben und gar nichts mehr haben und das nicht mehr zusammenbauen können, dann kann es sein, dass man dann auch von einer Entwicklung abgeschnitten ist. Deshalb nicht nur das, es gibt lange, wenn man in die Geschichte geht, als das Osmanische Reich kleiner wurde. Im Osmanischen Reich hat man gesagt, die haben da irgendwie in Europa eine Uhr erfunden, brauchen wir nicht. Wir leben mit der Sonne. Und war auch richtig, man brauchte die Uhr nicht unbedingt, konnte sein Tagwerk trotzdem ganz gut gestalten. Irgendwann hatten sie in Europa Schießpulver erfunden. Und da war es dann zu spät. Das heißt also, Sie müssen davon ausgehen, dass außer uns 500 Millionen und den 350 oder 320 Millionen Amerikanern alle anderen auf der Welt auch interessiert sind, in gutem Wohlstand zu leben. Und dass die soziale Sicherung immer erst die Folge eines erarbeiteten Wohlstands ist.
Und deshalb ist das Thema Innovation, Forschung, Entwicklung, Bildung extrem wichtig. Und deshalb die Neugierde behalten und da ja immer durch den demografischen Wandel die Jüngeren nicht mehr werden, müssen sie länger jung bleiben. Im Sinne von Neugierde, von neuem Lernen, von neuem Aufnehmen, von neuem Verstehen. So, mit all diesen Anregungen, Beschreibungen würde ich Sie dann gerne dem vielleicht gemütlichen Teil Ihrer Feier überlassen oder auch nicht. Jedenfalls würde ich jetzt sagen, habe ich meinen Beitrag Richtung 2050 jetzt abgeschlossen. Herzlichen Dank und alles Gute der Jugendgruppe. Ja, liebe Frau Bundeskanzlerin, ganz herzlichen Dank für Ihre Rede, die gezeigt hat, dass Sie sowohl die tagesaktuellen Themen im Blick haben, als auch die Themen der Zukunft. Und unser Anspruch ist es auch, als junge Gruppe mit Ihnen, mit der Fraktion, in der Diskussion, im Austausch zu sein, sowohl über die tagesaktuellen Themen, Rente wurde jetzt immer wieder angesprochen, Haushalt genauso, aber natürlich auch über grundsätzliche Themen. Wir haben uns für das zweite Halbjahr das Thema Europa vorgenommen und zusätzlich natürlich auch dann wirklich die Themen der Zukunft, so wie wir es heute mit den zwei Themenschwerpunkten Mobilität und Zukunft der Arbeit gemacht haben. Ganz herzlichen Dank nochmal für Ihr Kommen, für die freundlichen Worte auch zur Jugendgruppe und für Ihre Rede. Und dann darf ich mich ganz herzlich im Namen der jungen Gruppe auch für Ihr Kommen bedanken. Bedanken möchte ich mich natürlich bei unseren Referenten, bei den Büros, bei unserer Eva Majewski, die hier ganz hervorragende Arbeit geleistet hat. Das ist auch ein Applaus wert. Bei Frau Daniela Renner vom Inneren Dienst und natürlich auch bei den Büros von Frau Noll und Herrn Kastner. Und in diesem Sinne können wir jetzt schließen und es gibt natürlich die Möglichkeit, Sie sind natürlich auch sehr herzlich eingeladen. Okay, gut. Sonst wären Sie natürlich herzlich im Hopfinger Bräu im Palais, wir würden Sie einladen auf ein Bier, eingeladen und gilt natürlich für alle zum lockeren Beisammensein. In diesem Sinne ein gutes Nachhausekommen und vielleicht noch das ein oder andere gemeinsame Getränk. Dankeschön. Ja.